Dann let's go. Okay, yes. Das sind mal schöne Ladezeiten, das mag ich. Hi, Peter. Okay, wo sind wir denn eigentlich gleich nochmal? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah ja, genau. Oh nein, der Esel. Sankt Pedro, oder wie er geheißen hat. Uns hat am Ende der letzten Folge hat uns jemand erzählt, dass er von Raidern auf seiner Farm überfallen wurde. Und ich dachte mir erst so, ja, bla bla bla. Und dann hat er gesagt, dass die Raider seinen Esel Pedro getötet haben. Und dann habe ich gesagt, ich spreche nicht weiter. Es wird Blut fließen. Es wird Raider-Blut fließen. Für Pedro. Ich weiß nicht mehr, wie er wirklich heißt. Aber ab jetzt heißt er Pedro. Für Pedro! Sind die schon aggro? Ja, die sind schon aggro. Okay. Am liebsten würde ich jetzt eigentlich rausgehen und die rauslocken. Ich befürchte aber, dass Ian und Dogmeat einfach reinlatschen. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Ah ja, wir haben die Schrotflinte ausgerüstet. Ich beende mal den Zug. Gucken wir mal, was passiert. Weil wenn die alle in den Gang gehen, könnte es gut sein, dass die sich gegenseitig in den Rücken schießen. Ian, wie weit willst du denn noch da reinlatschen? Für was hat er denn eine Waffe? Für was hat ihr eine Schusswaffe? Alter, hi Nebelbart. Ja, wir haben gerade angefangen. Hey Tino, dann alles Gute. Moment, bist du ein Feind? Ja, das ist ein Raider. Raider, ich hab was für dich. Achtung. Dammit, das Ziel ist blockiert, also bitte. So, wie wär's mit einem Kopfschuss? Ja, Kopfschuss hat getroffen. War nicht der beste Kopfschuss, aber hey, immerhin. Ich habe jetzt keine Ahnung, was da drin passiert, ne? Wir müssen jetzt echt gucken, dass Dogmeat und Ian überleben, sonst müssen wir neu laden. Oh oh, das hat sich nicht gut angehört. Oh, Ian ist tot. Oh, Ian. Ach, Ian. Okay, dann laden wir nochmal neu. Das war ein krasser Treffer. Der hat den irgendwie, ich weiß nicht was, der hatte eine Powerfaust oder so. Der hat Ian mit zwei Schlägen, mit dem ersten Schlag zu Boden geschlagen. Ich hab's gehört. Und mit dem zweiten Schlag dann einfach irgendwie 50 Schaden gemacht und Ian war instant tot. Das war ziemlich heftig. Ian, du bist doch hier meine super Kampfmaschine, Mensch. Ich muss mich auf dich verlassen können hier. Ah, dann gehe ich doch rein. Aber ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ah, soll ich wirklich reingehen? Es gibt aber auch keinen anderen Eingang, ne? Ah, wenn ich... Das Blöde ist, ich kann Ian zwar irgendwie sagen, er soll da mal am Rand stehen bleiben, aber Dogmeat nicht. Dogmeat wird auf jeden Fall reinlaufen. Okay, ich gehe rein. Ich stelle mich hier mal hin und beende meinen Zug. Boah, das wird wieder ein krasser Kampf. Das wird wieder ein krasser Kampf hier. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, warum Ian so nah rangeht. Ah ja. Oh, es ist einfach eine ganze Armee. Okay, Ian wurde nur leicht getroffen diesmal. Bis jetzt noch alles okay. Ich werde hier ganz schön von Raidern geknutscht. Ich habe zwar auf den Kopf gezielt und aus irgendeinem Grund ist sein kompletter Torso geplatzt. Aber die Todesanimationen in Fallout 1 und 2 waren schon schön. Also, ne, ihr wisst schon, was ich meine mit schön. Schön gemacht, sehr detaillierte, krasse. Hier, das ist der Nahkampfprügler. Boah, die Waffe ist so laut. Oh, die hat, glaube ich, einen Gripper. Oder irgendein anderes Messer. Okay, ich glaube, Ian wurde wirklich einfach nur echt saublöd getroffen beim letzten Mal. Aber irgendwas stimmt mit Ian nicht. Guck mal, wo will er denn hin? Warum geht denn... Ich habe ihm doch Munition gegeben und alles. Ich weiß nicht, was Ian macht. Ich befürchte, ich... muss jetzt mal ein Stimpack nehmen. Zum Glück haben wir ein paar. Dann... Das hätte ich vielleicht vor dem Kampf machen sollen, ne? Dass ich mir wenigstens eins mal reinlege.
Ah, ich befürchte, ich habe letztens die Granaten verkauft, weil ich mir dachte, ich benutze die eh nicht. Oder nee, die habe ich, glaube ich, weggeworfen, also benutzt. Oh, wir können noch einmal ungezielt schießen. Na dann. Oh yeah! Ja, ich wollte gerade sagen, ich mache mir echt Sorgen mit Ian, ne? Und jetzt ist Ian schon wieder tot. Oh, und wir sind auch krass getroffen worden. Oh, die Raider sind übel. Nicht einmal die Ian macht Ian Zeug, ja. Ich muss echt mal mit ihm reden, was los ist. Es wäre schon gut, wenn der kämpfen würde. Wäre schon hilfreich. Ian, lass mich mal dein Inventar angucken, was da los ist. Du hast viele Waffen. Du hast viel Munition für alle Waffen. Es ist eigentlich alles wunderbar. Ich weiß wirklich nicht, was Ian hat. Sehr gut. Tee ist immer gut, Alex. Ich glaube, der hat wenig HP. Oh, ja, jetzt wo du sagst, weißt du was, du hast absolut recht. Der will vielleicht weglaufen, ne? Ja, weißt du was? Der kriegt jetzt mal ein paar Stimpacks von mir. Der kriegt ein paar Stimpacks von mir. Nutz beim nächsten Mal deine beste Waffe. Und jetzt hau ich ihm. Warte mal kurz. Ah, Quatsch. Nee, er sieht unverletzt aus. Also, verletzt ist er eigentlich nicht. Hm. Na gut, aber jetzt hat er wenigstens auch ein paar Stimpacks. Das kann er nicht schaden. Ich lade auch mal nach. Dann speichern wir nochmal. Jetzt sollte Ian eigentlich funktionieren. Ich kann nicht besonders gut schleichen. Ich hab mich schon gefragt, ob wir mal versuchen wollen, reinzuschleichen, damit wir vielleicht ein bisschen näher rankommen, bevor es losgeht. Ich habe ihm auch gerade gesagt, er soll die Waffe ziehen jetzt, ne? Jetzt gehe ich nochmal einen Schritt zur Seite, weil ich gerade echt blöd getroffen wurde. Und guck mal, wie sich ihn jetzt verhält. Dogmeat chillt rein. Voll daneben getroffen. 4000 Punkte. Ah, guck mal, jetzt schießt er. Na guck, so muss das sein. Und schon ist der erste Raider tot. Ian, dankeschön. So habe ich mir das vorgestellt. Oh nein! Dogmeat wurde mit einem kräftigen Schlag getroffen. Aber gut, Ian funktioniert jetzt wenigstens wieder. Ich kann jetzt leider die Runde nichts machen. Die erschießen sich gegenseitig, das ist sehr gut. Ich befürchte, jetzt ist Dogmeat so schwer verletzt, dass er wegläuft. Ach, dammit, ey. Das Begleitersystem ist in Fallout 1 schon noch... Ja. Naja. Edge, sagt er, der Raider. Wie kann es sein, dass ich mit der Schrotflinte einfach daneben schieße? Gemeinheit. Ich hätte mich heilen sollen. Oh mein Gott, hätte ich mich heilen sollen. Ich habe noch 3 HP. Aber der Kampf läuft eh ganz schlecht. Aber passt schon. Raider ist tot. Na gut, Ian räumt jetzt wenigstens ganz schön auf. Ne? Ich mache mir jetzt eher Sorgen um Dogmeat. Weil der hat es jetzt gleich mit 2 zu tun. Und der ist schon angeschlagen. Er ist so gut wie tot. Ja. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut, Leute. Das Dogmeat mir zu gut wie tot ist. Und ich komme nicht an ihn ran, um ihn zu heilen rechtzeitig. Das ist eher schlecht. Ah, das ist auch schlecht jetzt hier eher. Ja, okay. Gehe ich hier rein. In Deckung. Nein, geh weg von Dogmeat. Oh Gott. Ich hätte mich vielleicht auch mal heilen sollen. Deine Knochen werden von... Oh Gott, oh Gott. Ah.
Hey, ich habe jetzt, nachdem ich in Resident Evil so verwirrt war, das Fenster mal gekippt und ein bisschen was getrunken und so. Frische Luft geschnappt. Ich glaube, es geht jetzt besser. Aber ein bisschen verplant bin ich schon noch. Aber gut. Okay, Ian funktioniert jetzt anscheinend wieder. Das heißt, ich werde jetzt nochmal versuchen, dass ich auf Schleichen gehe, auch wenn wir das gar nicht können. Und dann schaue ich mal, dass ich so weit wie... Na komm, die Tür aufmachen müssen wir schon vorher. Ah, jetzt schleicht er nicht mehr. Egal, renn rein. Der Schuss geht hoffentlich daneben. Hat getroffen, aber nicht schlimm. Ich gehe 2 Schritte nach vorn. Mache einen gezielten Schuss auf ihn hier. Ich habe leider nicht getroffen. Und gehe noch weiter rein. Okay. Und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt läuft. Guckt, jetzt ist Ian wieder kaputt. Wenn ich als Erster reingehe, dann funktioniert Ian irgendwie nicht. Hallo, Olumumu. Das ist ja komisch. Sehr gut. Dogmeat hat den Raider umgeworfen. Erste Runde bisher sehr gechillt. Das ist ehrlich gesagt so eine gute erste Runde, die würde ich fast mal unter Kampf hier unten speichern. Die kann man neu laden. Okay. Jetzt werde ich mal versuchen, den Kerl, der hier direkt neben mir steht, in den Kopf zu schießen. Nein, er hat leider Spidey-Reflexe und kann ausweichen. Schade. Dann werde ich den Zug wohl beenden. Und eine Schrotflinte in den Rücken kriegen. Au, au, au. Oh nein, Leute. Ach Gott, ouch. Ich bin tot. Okay. Dann werde ich einfach nur mal... Weißt du was, ich versuche es einfach nochmal genauso. Tja, schade. Ich habe jetzt meinen Zug mal früher beendet, ohne nochmal nachzuladen. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Rüstungspunkte. Weil Aktionspunkte, die man nicht verbraucht, kriegt man als Rüstung gut geschrieben. Und das rettet mir jetzt wahrscheinlich das Leben. Ian schießt daneben. Was ist denn mit Ian los? So kenne ich dich ja gar nicht. Ich kann mich jetzt leider nur heilen. Jawohl, die schießen sich gegenseitig in den Rücken. Oh nein. Oh Gott, ey. Die sind schon krass. Wir werden das schaffen. Ich bin noch bin ich nicht verzweifelt. Wir haben schon ganz andere Kämpfe bestanden, aber holy shit, das wird hart. Da brauchen wir ein bisschen Glück. Da brauchen wir viel Glück und einen Ian, der vielleicht mal funktionieren könnte. Eventuell Ian. Kannst du vielleicht mal bitte funktionieren? Das wäre wirklich gut. Ich weiß wirklich nicht, was mit dem ist. Irgendwas hat er. Irgendwie geht's ihm nicht gut, dem Ian. Sechs Trefferpunkte auf uns und Ian ist tot. Gibt's doch nicht. Warum ist denn Ian kaputt? 56% sind gefühlt real 20%. Irgendwie schon, ne? Irgendwie schon. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich jeden zweiten Treffer lande. Hey, dass die KI von Ian kaputt ist, ist für mich irgendwie ein kleines Problem, weil Ian ist, sind wir ehrlich, Ian ist derjenige, der die ganze Arbeit macht normalerweise. Ich treffe auch manchmal ein bisschen. Guck, so wie jetzt. Aber das war's dann auch schon. Also ohne Ian bin ich aufgeschmissen und zwar komplett. Und wenn ihr nicht kämpft und sich auch nicht heilt, ne? Ich habe dem 100 Stimpaks gegeben und der macht nichts. Dann ist das schlecht. Ja, ja, jetzt schießt er. Gut, Ian. Na also, jetzt hat er 2-mal geschossen und getroffen. Der Raider ist zwar nicht tot, aber hey, immerhin. Ich bin dafür fast tot. Ich gehe jetzt mal ins Inventar, weil das hat so keinen Sinn. Ich brauche ein paar Stimpaks. Oh mein Gott. Ja, okay. Und dann können wir sogar noch einmal schießen. Und wir treffen sogar ein bisschen. Nimm das, du Schurke. Moment mal, ihr seid hier die Eselmörder. Ihr seid hier die Schurken. Hättet ihr dem Esel nichts getan, wären wir alle gar nicht in dieser blöden Situation.
Nein, was machst du denn? Jetzt geht er wieder halbtot da hinten ums Eck und wird nächste Runde erschossen und ich kann nichts dagegen tun, weil er auch noch so weit weg ist. Ah, ihr nervt gerade stark, ey. Vielleicht muss ich wirklich gucken, dass ich irgendwie den Kampf nochmal anders starte, sodass ihren eben funktioniert, ne? Weil das ist schon sehr, sehr ungünstig. Es läuft eigentlich alles in Ordnung, würde ich sagen. Gut ist jetzt übertrieben, aber so, dass man sagt, na, wird schon. Aber der kaputte Ian ist ein bisschen blöd gerade. Hi, Sascha. Dogmeat macht auch seinen Job ganz gut. Nur Ian, guck, der ist kaputt. Der hat Stimpaks im Inventar, der hat Munition, der hat mehrere Waffen und er geht die ganze Zeit nur im Kreis. Das ist wirklich nicht gut. Das ist leider wirklich nicht gut, ey. Ah, Ian, ey, was machen wir denn mit dir? Heil dich doch, mach doch irgendwas, Ian. Aber okay, wartet. Ich speichere das jetzt mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich speichere das mal auf. Ian ist doof. Weil der Kampf, Dogmeat und ich machen das schon, ne? Aber der kaputte Ian ist schon ein bisschen blöd. Ich riskiere jetzt mal was. Jawohl! Das hat gesessen. Kopfschuss, 35 Schadenspunkte. Und er geht zu Boden und ist tot. Sehr gut. Jetzt muss halt das eine Stimpak mich am Leben halten, aber ich habe immerhin eine Schadensquelle wieder ausgeschaltet gerade. Ian ist kaputt, ne? Aber der Boss von den Raidern da hinten ist zum Glück wenigstens auch kaputt. Immerhin. Immerhin. Sind zwei KIs kaputt gerade. Kann man gleich nochmal speichern. Jede Runde, die Ian überlebt, wird jetzt bei Ian ist doof gespeichert. Okay, immerhin. Ian weiß nicht, wie man das Stimpak benutzt. Er hat es schon mal gekonnt. Vielleicht hat er irgendwann mal einen zu harten Schlag auf den Kopf bekommen oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er es vergessen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, danke schön, EK47. Gerne. Okay. Böser Treffer. Okay, der ist tot. Ian sagt wirklich Rückzug und läuft weg, ne? Mit seinen 5 Stimpaks in der Tasche. Ian! Du Trottel. Wir haben übrigens, habe ich ganz vergessen, wir haben übrigens einen Companion vergessen. Wir haben einen Begleiter vergessen. In Boneyard. Quatsch, Boneyard. In Dingens. Na, egal. Aber da müssen wir nochmal zurückgehen. Aber das hat Zeit. Moment, wer bist jetzt du? Du bist der Raider, ne? Der ist so gut wie tot. Okay, dann passt schon. Okay. Dann haben wir es geschafft. Nice. Gute Arbeit. Zumindest Dogmeat. Ian, ich bin verwundert. Ich bin verwundert. Aber irgendwie hat das geschafft, dass er so gut wie tot noch, ne, durch die Gegend läuft. Er hat zumindest, muss man sagen, den Nahkämpfer im feindlichen Team beschäftigt. Der ist ihm nämlich die ganze Zeit hinterhergelaufen. Der war genauso verwirrt wie ich und alle anderen wahrscheinlich.
Und fairerweise war nicht nur Ians KI kaputt, sondern auch die vom Raider-Boss. Insofern hat es sich wieder ausgeglichen. Wobei nicht wirklich, weil Ian ist eine Killermaschine. Aber wer weiß, der Raider-Boss vielleicht auch, ne? Ian hat... Ja, schon ein bisschen. Ich muss schon sagen, meine Meinung von Ian ist gerade ein bisschen schlechter geworden. Dabei sah es so gut aus. Ah, wir sind schon wieder überladen. Aber ist okay, Ian. Komm mal her. Ian. Chunktown. Das war der Name, den ich gesucht habe. Lass uns mal handeln. Und erklär mir mal, warum du deine Stimpaks nicht benutzt. Okay, da ich nichts mehr tragen kann, kriegt er jetzt die Desert Eagle. Vielleicht will er die benutzen. Er kriegt auch mal ein Messer, falls er mal im Nahkampf kämpfen will. Ich hoffe nicht. So, die Munition geben wir ihm auch. Gib mir dafür vielleicht mal wieder zwei Stimpak wieder. Weil ich hatte auch einen ganz schönen Stimpak-Verschleiß. Vielleicht will Ian keine Stimpaks benutzen, sonst kann er sie später nicht mehr verkaufen. Ja, wer weiß. Die hatten aber alle nicht sehr viele Kronkorken. So, dann durchsuchen wir jetzt nochmal die Wohnung von dem Bauern. Weil jetzt, wo wir sein Haus gerettet haben... Und sein Esel gerecht, jetzt plündern wir ihn natürlich auch. Das ist quasi Bezahlung, ne? Das nehme ich als Bezahlung mit. Ich finde, das ist nur fair. Der hat ganz schön viele Stimpaks, der Bauer. Das finde ich gut von ihm. Sehr löblich. Moment mal, liegt da jemand? Ach, da liegt einfach so eine Metallrüstung am Boden. Die können wir natürlich nicht mehr nehmen, ne? Ich glaube, im ersten Teil kann das sein, dass Ian gar keine andere Rüstung anziehen kann im ersten Teil, ne? Ich glaube, da war das noch nicht so, dass die automatisch die beste Rüstung anziehen. Hey, da liegt auch ein Stimpak. Der hatte wirklich viele Stimpaks, der Bauer. Da kannst du nicht hin, was? Willst du mich verarschen? Geh doch jetzt hin. So. Ian, keine Ahnung. Ich glaube... Platz für die Metallrüstung kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Also Gewicht. Ja, das war halt mit kleiner Körperbau. Ich wusste, auf was ich mich einlasse. Ich wusste, ich werde nicht viel tragen können. Aber ja, okay. Das war es mir wert. Ein Synth mit Virus, wer weiß. Jetzt lass mich kurz nochmal überlegen. Wie viel wiegt so eine Rüstung? 35 Pfund. Und ich kann jetzt gerade noch 11 Pfund tragen. Ah nee, lassen wir die Metallrüstung einfach hier. Wir sind die ziemlich reich. Ich meine, come on. Passt schon, oder? Hauen wir ab hier. Wir haben unser Ziel erfüllt. Wir haben getan, was wir wollten. Wir haben den Esel gerecht. Wer hat uns jetzt gleich nochmal den Auftrag gegeben? Ich glaube, der war... Ah ja, da ist er. Du hast den Raidern eine Lektion erteilt? Ist mein Zuhause wieder sicher? Aber klar doch, Kumpel. Oh, herzlichen Dank. Ich kann dir leider keine Reichtümer schenken, aber da, nimm das Gewehr als Belohnung dafür, dass du mein Heim gerettet hast. Okay. Könnte ich das Gewehr noch nehmen? Bin mir nicht sicher. Ich habe eine Schrotflinte. Ne? Das ist ein Gewehr, ja. Wahrscheinlich hat er mir das gegeben. Die ist schon auch gut. Wow, wo habe ich denn die her? Sollte ich die vielleicht Ian geben? Ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, die ist schon noch mal besser. Ja, die ist deutlich besser. Wow, die ist wirklich gut. Shit. Habe ich dafür auch Munition? Ich glaube nämlich nicht.
Ja, doch, ein bisschen. 15 Schuss hätte ich dafür. Hm. Ich glaube, ich benutze die. Ich bin zwar nicht gut damit, aber cool ist es schon. So, Ian, da wir beide sehr tot sind, sollten wir hier vielleicht nochmal übernachten irgendwo, ne? Gab's hier nicht ein Hotel? Ganz... Es muss doch hier eine Übernachtungsmöglichkeit geben, sollte man meinen, ne? Da war die Kirche. Hier sind die Merchants. Gibt's in The Hub kein Hotel? Das wäre eine Marktlücke, muss ich sagen. Ich meine, die sind immerhin so der größte Handelsposten, ne? Die sollten vielleicht ein Hotel machen. Das wäre vielleicht gut. Wäre vielleicht eine gute Idee. Sollte ich denen mal pitchen, die Idee? Ich wüsste nämlich gerade wirklich nicht, ob man irgendwo übernachten kann. Und das wundert mich gerade ganz schön. Nee, ich wüsste es wirklich nicht. Crazy. Aber warte mal, da ist auch noch eine Ladefläche. Ja, hier waren wir ja noch gar nicht. Damn. Oh, guck mal. Kinder. Wir haben Kinder. Nice. Sehr gut, wir haben Kinder. Dann reden wir mal mit Skag. Ich bin müde. Weißt du was, ich sollte mal speichern. Skag, da hast du eigentlich recht. Aha, hier sind überall Skags. Dann gehen wir doch hier mal rein. Hier ist auch eine Skag. Ich liebe einfach Fallout 1 und 2. Ich muss ehrlich sagen, dass Black Isle da ein Kunststück gelungen ist. Ich mag Fallout 3 und 4 sehr, aber Fallout New Vegas war für mich die Krönung, ein First-Person-Roleplay. Ja, so geht es mir im Grunde auch. Ich finde auch, dass 1 und 2 schon wirklich einfach sehr großartig sind. Mir fällt es wirklich immer wieder schwer, mich zwischen 2 und New Vegas zu entscheiden, wenn es um das beste Fallout geht, weil... Ich glaube, so klassische Top-Down-Rollenspiele mag ich einfach lieber. Ich finde die einfach irgendwie cooler. Das ist mir einfach irgendwie sympathischer und ich spiele es auch lieber. Aber New Vegas ist halt einfach schon ziemlich gut, ne? Jacob, der Waffenhändler, das gefällt mir. Ich möchte einen Deal mit dir machen. Das ist alles, was ich habe. Oh, oh. Flammenwerfer. Eieieiei. Oh, Kampfrüstung. Jetzt wird's aber interessant. Snipergewehr. Wenn wir uns auf leichte Waffen spezialisiert hätten, könnten wir jetzt quasi schon ins Endgame gehen von der Bewaffnung her. Jetzt hätten wir schon richtig, richtig mächtige Waffen. Oh ja, The Fall habe ich tatsächlich gespielt. Das ist aber ewig her. Ewig. Und da war das Spiel zumindest, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, da war das Spiel beinahe unspielbar verbuggt. Also ohne Scheiß. Das war wirklich kaputt. Keine Ahnung, ob das heute noch so ist. Aber wenn wir vom Gleichen reden, dann habe ich das wirklich schon... Mein Gott, das wird 20 Jahre her sein, wenn das sein kann. Keine Ahnung. Ja, hier der hätte jetzt Endgame leichte Waffen, schwere Waffen. Ne, der hat wirklich alles, aber leider keine einzige Energiewaffe. Nichts, was wir wirklich brauchen könnten mit unserem Charakter. Schade. Die Kampfrüstung, die natürlich schon, die ausgenommen. Ich liebe, wie die Thematik der Supermutanten nach Fallout 1 in New Vegas aufgegriffen wurde. Super, ne? Das ist genau das, was ich ehrlich gesagt in den Bethesda-Rollenspielen so vermisse. Die bauen halt so ihre eigenen kleinen geschlossenen Welten und das ist ja auch ein Ansatz, den man verfolgen kann. Und das ist... Neueinsteigerfreundlich und so weiter, ist mir alles klar. Aber dadurch können die eben oder machen die eben nicht so Sachen, wie dass so Geschichten aus Vorgängern wieder wirklich aufgegriffen werden. Ne, man findet vielleicht mal irgendwelche Dokumente, wo so nebenbei irgendwas erwähnt wird.
Aber so richtig gehen die eigentlich auf nix ein. Das finde ich schon immer schade. Ich glaube, die 9mm Mauser plus Munition wird jetzt auch verkauft. Ich bin mir gerade nicht sicher. Die habe ich die Schrotflinte. Ne, warte mal, genau. Die Schrotflinte sollte ich behalten. Ja, ja, genau. Ich weiß schon. Aber die kann ich dann noch verkaufen im Grunde. Und theoretisch kann die auch weg. Weg mit der Munition. Die gebe ich dann ihren, die andere Munition. Die Schrotflinten und das behalte ich. Ein Antidot, Stimpex, das kann man immer brauchen. Okay, sehr gut. Das Kampfgewehr wäre natürlich auch super, aber für ihn kaufe ich jetzt nichts ein. Der kriegt die Reste. Oh, guck mal, es gibt sogar schon Energiezellen, hat er. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Energiezellen hat er, aber keine Laserwaffe. Das ist ja gemein. Echt gemein. Gab später ein Riesen-Update in Zusammenarbeit mit der Community. Ist nun spielbar. Okay, das klingt interessant. Mir hat jeder Supermutant, den ich killen musste, unendlich leid getan, ja. Ich hatte mal The Fall, aber hab's nie installiert. Ich müsste mir das mal wieder angucken. Das ist tatsächlich so lange her. Ich habe nur noch vage Erinnerungen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mir dachte, oh schade, dass das so kaputt ist, weil das wäre ein ziemlich geiles Spiel. Das ist alles, was ich weiß davon, ehrlich gesagt. Moment mal. Moment mal. The Blue Skyhawk ist jetzt ein Bird Rider. Dankeschön, The Blue Skyhawk, für dein Abo. Freut mich sehr. Danke, sehr nett von dir. Ich war gerade sehr verwirrt. Ich habe gerade irgendwie, glaube ich, versehentlich viel zu viel Geld da reingetan. Geht das leicht? Ach, come on. Nee, okay. Hä? Aber dann bin ich jetzt... Ach so! Oh mein Gott, jetzt verstehe ich. Ich habe hier eine Stelle übersehen. Ei, ich habe es mir schon gedacht, dass das aber günstig ist. Nein, die Kampfrüstung kostet nicht 3600, die kostet 36.000. Ja, okay. Das ergibt jetzt mehr Sinn. Okay, alles klar. Ich habe eine Stelle übersehen. Ja, weißt du was? Ich glaube, ich habe es mir anders überlegt. Ich will die Kampfrüstung doch nicht. Unnötiger Schnickschnack. Gib mir lieber dein ganzes Geld. Dann schauen wir mal, dass wir uns da einig werden. Ich habe gesagt, dein ganzes Geld. Ich muss erst mal gucken, dass wir ungefähr da so hinkommen auch. Eieiei. Eieiei, ist die teuer. Das ist ein ordentlicher Preis, ey. Krass. Nee, das ist jetzt zu wenig. Dann packe ich doch wieder die... Dann packe ich doch wieder die Pistole rein. Ja, jetzt kommen wir der Sache näher. Na, guck. Und dann nehme ich vielleicht erstmal die Munition raus. Aber nur ein bisschen was. Und noch ein bisschen. Aha, perfekt. Die 20 Dollar schenke ich dir. Okay, gutes Geschäft, auch wenn ich leider nichts Nützliches bekommen habe, aber hey. Die Kampfrüstung, die holen wir uns schon noch, aber da müssen wir noch ein bisschen grinden. Ich meine, da bekommst du die kostenlos, wenn du dem beitrittst. Das kann sein, ich weiß nicht mehr genau. Ach, bei der Bruderschaft, ja, da, das, ja, ja. Hast du zufällig irgendeine Quest für einen Rabatt? Deine Auswahl ist gut, aber ich suche was mit mehr Durchschlagskraft. Irgendeine Idee, wo ich hingehen könnte? Also, du könntest es bei den Gunrunnern drüben im Boneyard versuchen. Die sollten was für deinen Geschmack haben. Ich habe auch gehört, dass die Jungs von der Brotherhood of Steel nette Geräte haben. Bei denen kannst du es auch mal probieren. Dankeschön für die Tipps. Gucken wir mal ins nächste Lagerhaus, was da ist. Oh, was kann ich für dich tun?
Wer bist du? Wendt ist der Name. Und mehr brauchst du nicht zu wissen. Willst du was? Wie soll ich das wissen, wenn du mir nicht sagst, was du verkaufst? Wenn du das noch nicht weißt, solltest du nicht hier sein. Geh jetzt. Okay, ich... Soll ich nochmal mit ihm reden? Ich versuch's nochmal. Was kann ich für dich tun? Handeln. Na schau, so einfach geht das. Und der hat sehr viele Drogen. Oh, und Super Stimpaks. Super Stimpaks sind schon auch gut, ne? Aber die sind auch teuer. Aber Super Stimpaks und Stimpaks würde ich kaufen, theoretisch. 3000, 4000 für alles, das könnten wir uns sogar leisten. Aber ich bin da immer ein bisschen knausrig, witzigerweise. Ich habe kein Problem, ihm irgendwie Waffen und Munition zu geben. Aber bei Kronkorken werde ich immer ein bisschen geizig. Die will ich irgendwie selber bunkern. Deswegen kaufe ich jetzt so viel Stimpaks, wie ich für das Equipment, das wir nicht mehr brauchen, kriege. So lassen wir es jetzt mal. Der Preis ist wirklich okay, ne? Finde ich auch. Hi, Landsquid, welches Remake würdest du dir am meisten wünschen? Meinst du jetzt allgemein oder von Fallout? Oder sind wir noch bei Resident Evil? Verzeihung. Boah, die Super Stimpaks sind so teuer, deswegen geht der Preis nicht runter. Aber weißt du was, dann nehmen wir ein Super Stimpak raus. Und packen wieder ein kleines Stimpak rein. Und dann kommen wir der Sache schon näher. Bieten! Yes! Gut, jetzt haben wir auch gut Heilung dabei. Wer bist du? Wendt, bla bla bla. Schön, deine Bekanntschaft zu machen, Wams. Was hast du denn? Ja, okay, dann gehe ich halt. Ich speichere jetzt mal. Ich traue mich nicht, ihn anzuschreien. Ich will nicht, dass ein Kampf ausbricht. Aber jetzt schreie ich ihn an. Weil da irgendwie führen alle Dialoge immer zum Gleichen. Wer bist du? Was hast du? Ich gehe verdammt nochmal dahin, wo ich will, zur Hölle. Oder so. Ja, habe ich mir gedacht, nee. Umbringen will ich die nicht. Warum? Macht auch für meinen Charakter überhaupt keinen Sinn. Okay, cool. Dann gehen wir weiter. That never happened. Ich weiß gar nicht, wovon ihr redet. Ich habe nichts gesehen. Fallout meinst du? Fallout 2. Ein Fallout 2 Remake würde ich super awesome finden. Und zwar aber in isometrischer Top-Down-Perspektive und alles drum und dran. Also nicht irgendwie in Bethesda First-Person-Manier, aber in... besser kontrollierbar, weißt du, besserer Kampf, besseres Kampfsystem. Darf gern ein bisschen von dem neuen XCOM sich was abschauen zum Beispiel. Das fände ich super. Das hätte ich, glaube ich, am liebsten. Ja, das stimmt. Es wären eigentlich kostenlose Heilmittel und Kronkorken, ne? Aber trotzdem. Wie gesagt, das passt auch nicht zu meinem Charakter. Ich spiele ja auch so ein bisschen Roleplay hier. Wir sind ein sehr naiver Kerl. Wir bringen nicht einfach so Leute um. Oh, guck mal, wer da ist. Hast du mal Kleingeld, Kumpel? Kannst du einem armen, gescheiterten Mutanten helfen? Hier hast du $25 und damit meine ich höchstwahrscheinlich Kronkorken. Viel Glück. Oh, nett von dir. Sehr nett. Wenn ich das Zeug hier wegkriegen würde, könntest du eine Träne in meinem Auge sehen. Du könntest theoretisch auch die Bank im Hub ausnehmen. Hey, ich hätte wirklich mal Bock, einen kompletten Killer-Run zu machen und einfach alle umzubringen. In Fallout 1 und 2 wäre das schon witzig. Einfach alle umbringen. Also wirklich alle. Da muss man am Anfang ein bisschen grinden, bis man stark genug ist, aber dann einfach komplett. Das wäre mal interessant. Vielleicht machen wir mal so einen Run als Spaß. Mal gucken. Gern geschehen. Oder wieso? Der Rest der Hub-Leute hat nur auf mir rumgehackt, seit ich wieder in der Stadt bin.
Ich kann nicht weg. Schließlich ist dies mein Zuhause. Danke schön, Backpedal. Das ist super nett von dir. Ich freue mich. Was ist denn passiert? Meine Vault war eine der ersten, die geöffnet wurde. Lange her. Ich meine, wisst ihr, wenn man es lore-technisch jetzt mal ganz genau nimmt, ist Harold ja kein Ghoul, sondern ein Mutant, ein FEV-Mutant. Das sind ja verschiedene Dinge, wie wir mittlerweile wissen. Aber Ghule sehen ja in Fallout 1 und 2 so aus, wie Harold jetzt hier ungefähr aussieht. Und ich muss sagen, ich bin großer Fan von dem Ghoul-Design. Ich finde die irgendwie sehr viel cooler als die Ghule, wie wir sie dann in Fallout 3, 4 und auch in der Serie sehen. Das sind einfach wirklich bizarr mutierte Wesen. Guck mal, hier ist der Brustkorb zu sehen. Unförmige Fleischmassen hängen an den Knochen. Irgendwelche Geschwülste. Das ist wirklich sehr viel bizarrer und cooler. Gefällt mir schon echt gut. Erzähl mir mehr von damals. Mit den Sirenen fing's an. Ich war jung, aber ich erinnere mich gut. Dann kamen schlimme Jahre. Und eines Morgens ging ich spät aus der Vault. Harold ist sehr leise, ne? Wo war denn deine Vault? Weißt du, ich weiß nicht mehr genau. Westen? Nein, Osten? Ich weiß nicht. Man weiß es auch wirklich nicht. Bis heute ist das ein Rätsel, aus welcher Vault Harold genau kommt. Es gibt Vermutungen, aber keine konkrete Antwort. Was hast du so gemacht? Ich war ein Händler. War erfolgreich bei meinen Rundgängen zwischen den Überlebenden. Habe aber viele gute Leute verloren. Ja, die Ghule haben so eine Verschönerungskur bekommen über die Fallout 3 hinweg. In Fallout 3 waren die noch ein bisschen krasser, ne? Und in Fallout 4 und auch in der Serie sehen die halt wirklich einfach nur aus wie Menschen mit schweren Verbrennungen. Also relativ normal eigentlich. Finde ich auch ein bisschen lame, muss ich sagen. Wieso, Harold? Erzähl mir mehr. Die Gangmitglieder haben sie erwischt. Diese Aasgeier haben die Caravans angegriffen. Und Mutanten, verdammt, die schossen wie Unkraut aus dem Boden. Musste immer Wachen dabei haben, um mein Geschäft zu machen. Haben die Wachen nicht geholfen? Natürlich haben sie geholfen, du Armleuchter. Verdammt nochmal, es waren zu viele. Wie hast du die Mutantenangriffe überlebt? Eben nicht, wurde getötet. Gott, ich liebe diesen Witz. Ja. Wir organisierten eine Expedition. Oh Gott, Richard Gray führte eine kleine Gruppe von uns dort hoch. Richard Gray? Richard Gray war Arzt. Bisschen älter als ich und Mann, der war clever. Er fand die Quelle. Ja, das wäre der Hammer, oder? Das fände ich auch so gut, wenn die in Fallout 1 und 2 Remaster Bundle rausbringen würden. Wie du sagst, mit ein paar Quality-of-Life-Verbesserungen, ne, so ein bisschen aufgehübscht, verbessert, modernisiert, aber im Maßen. Fände ich auch sehr geil. Okay, Richard Gray, ne, der Name, kann ich das spoilen? Eigentlich könnte ich spoilen, aber wir machen es nicht. Aber ja, der Name wird vielen was sagen. Welche Quelle? Eine Art alter militärischer Stützpunkt. Wir haben beim Reingehen viele Leute verloren. Woher wusstet ihr, dass dieser Stützpunkt der Grund war? Also die Quelle ist damit wahrscheinlich gemeint. Es war, als ginge jemand auf Schnäppchenjagd im Mutantenland. Meine Güte, billiger im Dutzend. Ich kann mir keinen anderen Grund denken. Wahrscheinlich war es eine Fabrik. Der Dialog hier ist bis heute in der Fallout-Lore ein großer Diskussionspunkt, weil viele der Meinung sind, dass Harold hier von Supermutanten redet, wenn er sagt, dass sie von Mutanten angegriffen wurden, immer wieder die Karawanen, und dass die dann die Quelle der Mutanten auf diese Militärbasis zurückgeführt haben, wo, wie wir später noch erfahren würden, eben der FEV ist. Und
Einige sind bis heute der Meinung, dass es sich hier um Supermutanten handelt, die schon vor Meister existiert haben. Aber ich bin da ganz anderer Meinung, weil erstens bezeichnet sich Harold hier selbst als Mutanten und wir sehen ja, was der FEV auslöst, bevor der Meister den verfeinert hat. Wir haben Harold, wir haben den Meister selber, ne? Wir haben Zentauren und so weiter und so fort. Und das alles sind Mutanten. Und ich schätze mal, davon redet der. Das waren mutierte, bizarre Wesen. Und Supermutanten sind erst viel später gekommen. Davon gehe ich zumindest aus. Aber ja. Floater, genau, zum Beispiel. Würde ich auch eher annehmen. Aber wie gesagt, gibt bis heute Diskussionen. Van Carcinoma ist jetzt ein Birdrider. Dingelingeling, vielen, vielen Dank für 5, oder? 5 verschenkte Subgifts. Ja, dankeschön. Sehr, sehr nett von dir. Eric Unterstrichnis ist jetzt ein Birdrider. Müssen wir kurz Trinkpause machen. SS Black Wolves ist jetzt ein Birdrider. JFK 2077 ist jetzt ein Birdrider. Dankeschön nochmal. Sehr nett. Einen haben wir noch. Der Arestium ist jetzt ein Birdrider. So, dankeschön. Also, habt ihr euch diesen Stützpunkt mal genauer angesehen? Wir sind ziemlich weit reingekommen. Da waren nicht mehr viele von uns übrig. Gray, ich und ein paar andere. Und dann? Einer der Roboter hat Francine gekriegt. Mark war verwundet. Hab ihn ans Tageslicht zurückgeschickt. Dann war es nur noch Gray und ich. Und was ist mit Mark passiert? Bis heute weiß ich das nicht. Er schaffte es nicht mehr hierher zurück. Und nun, ich konnte dieses Ödland nicht mehr ertragen. Also habe ich nie nachgeschaut. Angeblich soll Harold aus Vault 29 kommen. Das ist die Vault, die Nummern weiß ich immer nicht auswendig. Aber wenn das die Vault ist, in der die Kinder schon sehr jung von ihren Eltern getrennt wurden und in unterschiedliche Vaults geschickt wurden, das ist die, aus der vermutet wird, dass Harold kommen könnte. Aber man weiß es nicht. Und was war mit dir und Gray? Wir schafften es bis zu einer Art Zentralstelle, eine Art Fabrik. Da ist es passiert. Vonline, genau wie The Fall. Vonline ist auch was, das habe ich vor 20 Jahren oder früher sogar gespielt, mit einem Freund. Mit 2 sogar. Das war eigentlich sogar ganz cool, aber das Spiel ist halt schon brutal und ist es wahrscheinlich heute auch noch, ne? Man kann halt jederzeit überfallen werden und verliert alles, was man hatte. Ich meine, irgendein Update gab es dann, da konnte man dann Zelte aufbauen und so seine eigenen kleinen Lager machen. Da konnte man dann auch so ein bisschen sein Zeug verstecken und nur wenn dir jemand gefolgt ist, konnte der dann dein Lager auch theoretisch plündern, aber das war schon relativ safe. Aber im Grunde hat sich niemand getraut mit irgendwas. Ich habe das Gefühl, alle hatten ihr Zeug in ihren Lagern und sind nackt im Jumpsuit durchs Ödland gegangen, weil einfach alles sofort geklaut wurde. Naja. Das war aber sehr cool, weil ich habe da mit meinen zwei Freunden gespielt und wir waren komplette Noobs. Und hatten irgendwie so Standard-Startwaffen, irgendwie komplettes Glump, keine Rüstungen. Ich glaube, einer von uns drei hatte, glaube ich, eine Laserpistole, wenn mich nicht alles täuscht, die wir irgendwo gefunden hatten. Das war unser größter Schatz. Und dann wurden wir angegriffen von einem relativ hochleveligen Kerl mit einer Metallrüstung und krassen Waffen und es war komplett irre. Und der hat auf dem ersten Schuss gleich mal einen von uns drei bewusstlos geschossen und dann hat aber einer von uns, Nahkämpfer mit dem Messer, dem kritisch in die Augen getroffen und der war blind und lag bewusstlos am Boden. Und dann sind ich und der andere Freund zu dem hin und haben mit unseren
Kaugummiwaffen auf den eingeprügelt und haben den kaum Schaden gemacht. Und der Arsch hat sich dann ausgelockt. Aber es gab ja die Mechanik, dass man irgendwie noch ein, zwei Minuten oder sowas im Spiel bleibt, damit man sich, wenn man sich auslockt. Und dann haben wir auf den eingeschlagen, wie blöd. Und wir haben es geschafft, den zu töten und haben den Arsch geplündert. Das hat er jetzt davon, dass er Noobs überfallen wollte. Das war sehr schön. Dann haben wir sein ganzes Zeug in unser Lager gepackt und nie wieder berührt. Toll. Okay, entschuldige, Harold, was? Ein Roboterkran krachte mit uns zusammen. Das Letzte, das ich von Gray sah, war, wie er durch die Luft flog, in einer Art Säurebad. Mir war übel und ich verlor das Bewusstsein. Ich liebe solche Fallout-Online-Stories. Ja, das ist schon cool. Das Design von Harold sieht cool aus, aber irgendwie macht es mir auch Angst. Ja, das kann ich verstehen. Aber Harold, vor dem muss man wirklich keine Angst haben. Wie hast du überlebt? Eben nicht, er wurde getötet. Gott, ich liebe diesen Witz. Ja, das merkt man. Ich habe keine Ahnung. Bin im Ödland aufgewacht, gerade noch so am Leben. Hatte Glück und einige Händler, die ich kannte, fanden mich ein paar Tage später. Zum Glück, da ich mich bereits verwandelte. Sie brachten mich hierher und hier bin ich seitdem. Wodurch bist du so mutiert? Ich weiß nur, dass es etwas in diesem Stützpunkt war. Glaubst du, es könnte die Strahlung gewesen sein? Wie zum Teufel sollte ich das wissen? Gray hätte es gewusst. So ist die Sache in die Hose gegangen. Jo, danke für deine Auskunft, Harold. Danke, dass ich sie erzählen durfte. Okay. Hey, da bist du ja wieder. Ja, ich gebe dir nochmal 20 Dollar, einfach so. Lass uns handeln. Was? Er hat nicht mal die 40 Kronkorken, die ich ihm gegeben habe? Na, von mir aus. Okay, danke. Der gute Harold. Der Mond ist aufgegangen. Okay. Okay. Cool Story, Bro. Hatte für Fallout 76 echt die Hoffnung, dass es ein gutes MMO wird. Aber naja. Ja, das ist bei Fallout 76 so ein bisschen das Problem, ne? Weil irgendwie ist es ein ganz nettes Multiplayer-Spiel geworden, I guess. Und ein ganz nettes Singleplayer-Story-Spiel. Aber es wusste irgendwie selber nicht so ganz, was es jetzt eigentlich genau sein will, habe ich das Gefühl. Ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß, das alleine durchzuspielen. Singleplayer war cool. Dass da andere Leute ab und zu in meiner Welt waren, habe ich kaum mitbekommen. Aber leider, dadurch, dass es eben online ist, muss man Limitationen in Kauf nehmen und das nervt. Es wäre als Singleplayer-Spiel auch so viel besser gewesen. Kann ich hier zufällig übernachten? Wasser, Bier, Schnaps, nichts. Nee, dann nichts. Schade, warum? Die sind doch Betten. Warum kann ich denn hier nicht übernachten? Muss ich mit dir reden vielleicht? Betrunkener wahrscheinlich nicht. Bist du eine Wache oder? Ja, das ist, ziemlich aufgebrachter Spieler. Ich meine, ich habe hier auch alle umgebracht, ne? Aber. Du träumst, Junge. Hau ab. Ich möchte hier ein Zimmer mieten, bitte. Warum kann ich denn hier kein Zimmer mieten? Hier sind doch überall Betten. Lass mich doch einfach hier schlafen. Naja, okay, dann halt nicht. Nee, Harold ist nicht in den Bottich gefallen. Im Gegensatz zu Gray. Der ist daneben irgendwo bewusstlos geworden, aber das hat schon gereicht. Dass er sich eben angesteckt hat mit dem Virus. Aber wenn man sich anguckt, was, ne, Gray passiert ist, dann kann man sagen, dass er eh noch relativ milde Mutationen davon getragen hat, so im Vergleich. Hallöchen, Dingeling. Ich habe vor kurzem deinen Lore-Content auf YouTube entdeckt. Liebe geht raus. Dankeschön. Ich danke dir auch für die Subgifts nochmal. Ja gut, ich würde sagen, dann hauen wir jetzt ab.
Warte mal, ich gehe noch mal schnell hier rein. Kann ich hier schlafen? Nee, es sieht nicht so aus, als könnte ich hier schlafen. Wer waren denn die gleich noch mal? Ah, die Crimson Caravan. Wollen wir einen Job als... Aber so viel verdienen wir auch wieder nicht. Ich gehe mal schnell auf die Weltmap. Gucken wir mal kurz. Gucken wir mal kurz. Ich glaube, wir haben jetzt aber keine Informationen über einen neuen Ort so richtig bekommen, ne? Ah. Boneyard. Ah, Necropolis. Ah, ich wollte eigentlich nach Necropolis. Ich weiß gar nicht, wo wir die Informationen von Necropolis her haben. Aber da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal hin. Habe ich anscheinend doch von den Water Merchants bekommen. Oh oh, Zufallsbegegnung. Ian und ich sind fast tot. Aber es ist nichts. Alles gut. Ah, wir haben uns auch gut geheilt während der Reise. Sehr gut. Müll und Geröll. Naja, dann gehen wir halt wieder. Seltsame Zufallsbegegnung. Nur Müll und Geröll. Okay. Necropolis. Dass wir immer nachts in den Städten sein müssen, ey, oder? Auch gemein. Du näherst dich einer dunklen, heruntergekommenen Stadt, in der nur wenig los ist. Über der Gegend hängt der Geruch des Todes. Was für ein Intro für die Stadt hier, oder? Nice. Hallo, wird das Motel hier noch betrieben, Ghoul? Hallo. Dann nicht. Hat hier jemand von euch einen Namen? Oh nein, das sind wilde Ghule. Ich wurde ohne Schaden getroffen. Bam, ich habe ein bisschen abgegradet. Die neue Waffe ist gut. Sagt er. Guck, und so gehen dann Resident Evil und Fallout doch wieder ineinander über. Yes! Ian hat die restliche Munition verloren. So ein Trottel manchmal. Ian, ich bin enttäuscht von dir mittlerweile, muss ich sagen. Oh nein, ich hab Duckweed getroffen. Und wie? Okay, wie wär's, wenn wir in die Kanalisation gehen? Naja, mit denen werden wir fertig. Was haben wir hier? Leichen. Köstliche Leichen. Okay. Dann schauen wir uns hier unten mal ein bisschen um. Viel Schuss habe ich nicht mehr, ne? Aber solange ich noch Munition habe, wird die rausgeballert. Oh mein Gott, ich kann halt leider echt nicht umgehen mit dem Ding. Drei Schritte näher. Gezielter Schuss auf Körper. Leider voll daneben getroffen. Hätte ja sein können. Fallout und Horror ist schon so eine Sache. Ich kann Horror Games 0 spielen, aber oft schon schön, dass für den einen oder anderen auch Fallout Horror sei.
fühle ich irgendwie nicht. Naja, also Fallout ist sicher kein Horrorspiel, ne? Das kann man nicht sagen. Aber es gibt schon sehr unheimliche Locations, finde ich. Ich finde im dritten noch mehr als zum Beispiel im vierten, finde ich. Der dritte hat schon ein paar gruselige, ghoul-infizierte Gebäude. Dogmeat, kannst du bitte nicht sterben, weil du dich selber verletzt hier vor lauter... Cool, der wird ohne Schaden getroffen. Sehr gut. Ah, dass die Waffe so viel AP braucht zum Schießen, ist nervig. Okay. Überreste von Zombie-Wache. Ah ja, guck mal. Eine wie heißt das? Elektrogabel. Okay. Eine Elektrogabel. Schauen wir mal zu den Leichen hier. Ich finde aber krass, dass Fallout so viele Genres verbindet. Und es sich trotzdem nicht deplatziert anfühlt. Ja, ich meine, das machen Rollenspiele ja öfter mal ganz gerne. Rollenspiele sind halt im Grunde relativ genreoffen, ne? Unter Rollenspiele versteht man in der Regel meistens Erfahrungspunkte, so ein bisschen Fähigkeiten ausbauen und vielleicht noch ein Dialogsystem. Aber alles andere ist ja relativ frei verfügbar. Also frei modulierbar quasi, ne? Leichen, Punkt, Punkt, Punkt heißen die alle. Jetzt laufe ich hier nochmal schnell runter, aber ich glaube, da ist auch nichts mehr, ne? Es sind hier ziemlich viele Leitern nach oben, aber jetzt gehen wir mal den langen Weg hoch. Ich fand die neue Location, die mit dem Next-Gen-Update, mit dem Halloween-Zeug in Fallout 4 echt creepy. Ach guck, da war ich noch gar nicht übrigens, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Letztens habe ich mir von Holy Wildberry Wolf Energy bestellt und schmeckt echt lecker. Ah, Wildberry Wolf habe ich noch hier in meiner Premium-Box, den mag ich auch gerne. So sehr ich Fallout liebe und verteidige, holy crap, der RPG-Aspekt ist leider nicht... Nee, genau, der ist nicht mehr vorhanden. Ich mag Fallout 4 auch gerne, also wirklich, ich mag das wirklich gerne. Ich habe da so viel Zeit mit dem Spiel verbracht und habe wirklich sehr viel Spaß gehabt, wirklich sehr viel Spaß. Aber nee, ein gutes RPG ist es nicht mehr. Es hat andere Qualitäten. Der Anführer der Ghouls. Danke, dass du nicht zuerst geschossen hast. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Ja, ich suche Wasser. Die Oberfläche von Nekropolis und das Wasser werden von Seth und seinen Ghouls kontrolliert. Wir sind viel friedlicher und das widert Seth an. Wer ist denn dieser Seth? Seth ist ein Ghoul wie wir, hat aber in der Welt da oben eine gewisse Macht erlangt. Er ist ein Trampel. Okay. Warum lässt er euch hier unten überleben, der Trampel? Er spricht nicht. Ich finde, diese Beleidigung ist so random, oder? So albern. Er ist ein Trampel. Oh Gott. Ja, genau. Ein sehr gutes Survival-Spiel. Ja, im Hardcore-Modus. Das auf jeden Fall. Und ich mag halt den Baumodus total gerne. Das Crafting. Er spricht nicht darüber, doch Seth hat Angst, nicht genügend Leute zu haben, um Nekropolis zu verteidigen, wenn es nötig wird. Deshalb gibt er uns so viel Wasser wie nötig. Wo bekommt er das ganze Wasser denn her? Bis vor kurzem haben wir Wasser aus der Erde gepumpt, mit einer Pumpe an der Wasserstelle. Bis vor kurzem? Warum hat sich das geändert? Ich habe vor kurzem Gerüchte gehört, dass jemand die Kontrolle über die Wasserstelle übernommen hat, doch aus irgendeinem Grund werden uns unsere Rationen immer noch zugeteilt. Wie komme ich denn zu dieser Wasserstelle? Die Wasserstelle ist nördlich. Du musst durch den Abwasserkanal dorthin gehen. Dankeschön. Nein, das würde ich nicht tun. Ich schaue mir nur... Achso, warte mal. Du willst uns doch nicht den Steuerchip wegnehmen. Warum? Wenn du uns den Steuerchip wegnimmst, werden wir alle sterben. Da unser Wasserchip kaputt ist,
brauchen wir ihn zum Überleben. Unsere Wasserpumpe kaputt ist, brauchen wir ihn zum Überleben. Also du und dein Volk, ihr kümmert mich überhaupt nicht. Nee, das sage ich nicht. Könnte eure Pumpe vielleicht repariert werden? Das kann schwierig werden. Die Teile, die zur Reparatur benötigt werden, gingen im Abwasserkanal unter der Wasserstelle verloren. Und warum ist das so schwierig? Der Abwasserkanal ist voll mit Monstern und keiner meiner Leute, die ich ausgeschickt habe, um sie zu holen, ist zurückgekehrt. Bist du bereit, die Teile zu holen, damit die Wasserpumpe repariert werden kann? Ja. Danke. Wenn du die Teile hast, komm wieder hierher. Es ist möglich, dass ich dir weiterhelfen kann. Okay, ich mache mich auf den Weg. Okay. Wir haben wieder ein Ziel vor Augen. Du siehst einen Ghoul, der unter der Erde lebt. Und noch einen und noch einen. Wachposten-Ghouls. Waren wir schon in dem Abwassertunnel oder kommt der da oben? Oder ich weiß gar nicht, von was die reden. Aber ich glaube, da wo Gegner sind, da gehe ich hin. Da fühle ich mich zu Hause. Aber jetzt hier, ohne Scheiß gegen die Ratten, kämpfe ich jetzt nicht mit meiner tollen neuen Pistole. Sogar die Schrotflinte fühlt sich wie Verschwendung an, aber die benutze ich. Na, die muss ich aber erstmal laden. Okay. Wo sind eigentlich ihn und Dogmeat? Ah, da unten. Okay. Wo ist Dogmeat? Wo ist wirklich Dogmeat? Ah, da ist er, ne? Der hat genau die gleiche Farbe wie der Hintergrund hier unten. Alles klar, dann ist schon gut. So. Es gibt Ratatouille. Ja, okay. In Fallout 1, 2 und 3 fand ich, war die Welt nicht nur dreckig und verstrahlt, sondern auch sehr düster. Das hat etwas verloren mit den Teilen danach. Ja, das stimmt. Ja. Nee, du hast recht. Ich brauche einen sehr hohen Reparaturskill, damit man das machen kann. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Und ich befürchte, den haben wir nicht. Nee. Aber hilft ja nichts. Ich mach's trotzdem. Vielleicht, ich glaube, wir kriegen wenigstens ein paar Erfahrungspunkte für die Quest. Und wie gesagt, ne, ich spiele meinen Charakter relativ unwissend. Ich weiß nicht, warum ich die Ratten... Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert. Ich spiele meinen Charakter wirklich plausibel. Der hat halt keine Ahnung. Lass es drauf ankommen. Dogmeat hat seinen Stealth Boy aktiviert, ja. True. Camouflage. Er ist ein kleiner Predator. Das stimmt sogar wirklich, ne? Nein, voll daneben getroffen. Na gut, ich schätze mal, bei so einer kleinen Ratte kann man schon mal daneben schießen. Aber Dogmeat sollte auch nicht so das Problem haben gegen die Ratten. Nein, ich habe gesagt, man kann einmal daneben schießen. Jetzt übertreib's nicht. Ja, komm, die machen das schon. Oder beziehungsweise gehen wir halt dann einfach. Okay. Oh, da haben wir die ganzen Toten. Die wurden einfach nur von einer großen Maulwurfsratte getötet. Also so schlimm sind die Monster hier unten bis jetzt eigentlich nicht. Nach dem, was der mir erzählt hat, dass alle sterben und es ist viel zu gefährlich, da würde man mit was Krasserem wie ein paar große Maulwurfsratten rechnen, ne? Aber gut. Ja, das ist grundsätzlich auch so eine Entwicklung mit der spielerischen Freiheit, ne? Das ist halt in Fallout 1 wirklich cool. Du wirst einfach in die offene Welt geworfen. Und theoretisch, wenn du weißt, was du machen musst, ne, spielst du es halt einfach sofort durch, im Grunde. Und das selber entdecken und rausfinden und erkunden, das ist halt echt super. Und das hat auch von Teil zu Teil nachgelassen. Und die Spiele wurden immer mehr so storygetrieben und cineastisch. Und in Fallout 4 hat das für mich so einen Höhepunkt im Negativen erreicht.
dass als ich in Kelloggs Haus eingebrochen bin, weil ich ja schon wusste, wo ich hin muss, ne, habe ich sein Haus durchsucht und habe gesehen, dass der rote Knopf fehlt. Unter seinem Schreibtisch ist der Knopf nicht, wenn du nicht vorher mit Valentine geredet hast und die Quest angenommen hast. Ohne Quest gibt es keinen Knopf. Und das ist so... Ja! Plasma-Pistole! Jetzt haben wir leider keine Energiezellen, die hätte ich vielleicht kaufen sollen. Aber bald sind wir jetzt endlich mächtig. Und zwar so richtig. Darauf habe ich all die Level geskillt. Aber ja, genau. Ne? Das war so ein eindeutiger Punkt, wo gesagt wird, nee, du bist hier nicht mehr in einem freien, offenen Rollenspiel, dass du selber auf eigene Faust so erkunden und spielen kannst, wie du willst, sondern du bist hier in einem sehr linearen, narrativ getriebenen Spiel. Fallout 4 hat die Story keine Auswirkung und das ist einfach schlecht geschrieben, aber die Quests sind bis zum Ende echt gut. Die Entwicklung ist dieselbe wie in Firmen. Mehr Splatter, mehr Action, weniger über Atmosphäre. Ja, ich mag auch, ehrlich gesagt, auch bei Filmen mag ich das in älteren Filmen sehr gern, dass die sich irgendwie mehr Zeit nehmen, ne, um Charaktere einzuführen und um die kennenzulernen. Und es ist nicht einfach nur so, hallo, ich bin der neue, coole Charakter und wir sind jetzt Freunde, let's go. Und ich bin der Böse, weil guckt mal, wie böse ich aussehe. Und dann ist schon alles etabliert und die Action geht los. Bin ich auch kein Fan davon. Guckt mal, ich habe eine tragische Hintergrundgeschichte, die euch in den ersten 2 Minuten des Films erzählt wird. Und jetzt let's go. Nee, bin ich auch kein Fan. Das ist so diese Marvel-Formel, ne? Wobei ich ja viele Marvel-Filme immer noch nett finde. Aber ja, das ist wieder ein anderes Thema. Aha. Schrott. Es ist so ein Labyrinth hier. Ich fand es sehr schön, dass die Fallout-Serie so viel auf praktische Effekte gesetzt hat. Weil die haben schon auch viel CGI drin, aber leider sieht das tatsächlich manchmal zumindest echt scheiße aus. Das ist nicht gerade... Ne? Da ist es schon gut, dass die so viel auf praktische Effekte gesetzt haben. Oh, guck mal. Larry. Ich speichere mal. Larry, der Supermutant, steht hier einfach rum. Ich leg mal die Schrobflinte ab. Ich will keinen Ärger hier. Ne? Weder mit den Ghoulen hier, noch mit Larry. Wegen mir müssen wir nicht kämpfen, ne? Alles ist gut hier. Extraordinary Larry. Ich will eigentlich nur in den Gullideckel gehen. Aber ich will schon noch mit Larry reden. Okay. Wenn du den Boss störst, schlägt er dich. Okay, gut, dann gehen wir in den Gulli. Dann störe ich den Boss hoffentlich nicht. Oh, ich brauche jetzt echt Munition. Verdammt, ich hätte doch... Ah, wisst ihr? Ah, ich hätte doch die... Ah, Mensch. Nee, warte mal. Funktionieren im ersten... Nee, warte mal. Haben im ersten Teil... Energiezellen. Doch, doch, genau. Da gibt es nur Energiezellen für alle Energiewaffen. Genau. Wo ist meine Schubflinte? Ah, da unten. Na komm her, Ratte. Ich hätte doch die Energiezellen kaufen sollen, aber ist okay. Wir kriegen schon Energiezellen und dann geht's ab.
Aber das ist, glaube ich, oder der Franklin, das kann man eigentlich fast über alle Fallout-Spiele und ich würde sogar sagen, über alle Bethesda-Spiele sagen, oder? Dass die Nebenquests meistens spannender sind als die Hauptquest. Ich muss sagen, im Fallout 4, der Moment, als man zum ersten Mal das Institut betritt, ne, über das man schon so viel gehört hat, dieses mysteriöse, seltsame Institut und dann teleportiert man sich rein, das war wirklich cool. Das fand ich wirklich spannend, wirklich gut. Aber alles andere, weiß ich nicht. Da habe ich lieber meine Siedlung gebaut. Sean, wer ist Sean? Ich brauche noch eine Kneipe für meine kleine Stadt. Bam! Oh, da haben wir noch ein paar Gegner. Du Niete! Puh, ich glaube, ich habe gerade an der Ratte vorbei auf die Maulwurfsratte. Ich hätte auch voll ihren treffen können, ne? Das war jetzt gewagt. Aber gut. So, jetzt ist nur noch die Ratte übrig. Ich habe voll daneben geschossen. Das macht Dogmeat. Wow, das war ein guter Treffer. Hä, auf wen schießt du, Ian? Ach so, auf eine zähe Ratte, na meinetwegen. Dann speichere ich mal. Oh, da ist noch eine. Okay, gezielter Schuss auf den Kopf. Yes. Treffer. 10 Trefferpunkte. Das war echt kein guter Treffer, aber gut. Ihr nimmt das Messer, okay. Trifft auch für 10 Trefferpunkte. Jetzt komm doch mit. Mach die 10, mach auch noch 10. Mach das Trio voll. Ah, er hat daneben getroffen, schade. Naja, hätte er sein können. Oh oh, ich hab Doc mitgetroffen. Sorry. Aber Doc mit hat die. Yay, level up! Und? Wir haben unsere Tragekapazität überschritten. Ausgezeichnet. Genau wie ich es geplant habe. Wie schwer ist denn der Schrott, bitte? Ian, lass uns mal kurz reden. Möchtest du zufällig hier kannst du alles haben. Bitteschön. Gutes Geschäft, finde ich auch. So, wir haben den Schrott. Ich denke mal, der Schrott ist das, was der nette Ghoul wollte. Oh. Guckt mal, hier gibt es einen Kanalisationseingang, der nochmal ein Stockwerk tiefer führt. Und ich kann mich hier wirklich nicht mehr erinnern, wo der hinführt. Das finde ich jetzt schon spannend, muss ich sagen. Kampf? Oh, okay. Kleine Ratte hinter mir. Kopfschuss! Yeah! Okay, dann klettern wir mal wieder hoch. Oh, und ich stecke lieber die Waffe weg. Ich will ja nicht unnötig hier einen friedlichen Larry aggressiv machen, ne? Muss ja nicht sein. Okay, Figur, wir dürfen uns wieder einen Bonus wählen. Besserer Nahkampf, absolut nicht. Einfühlungsvermögen. Du hast den Charakter der Menschen studiert. Daher weißt du genau, wie Personen gefühlsmäßig auf dich reagieren werden. Du siehst die Reaktion der Person, mit der du sprichst. Das ist eigentlich schon ganz gut. Mit diesem Bonus werden Figuren, die zu deinem Team gehören, im Kampf grün statt rot hervorgehoben. Das ist, weißt du, das ist so ein Quality of Life-Ding. Das sollte kein Bonus sein. Aber das mag ich auch ganz gerne. Du erhältst jedes Mal, wenn du ein neues Level erreichst, 2 Fähigkeitspunkte. Dieser Bonus ist am wirksamsten, wenn du ihn am Anfang deines Abenteuers erwirbst.
Wir haben heller Kopf genommen, ne? Ja. Intuition. Mehr Bewegung. Pro Level erhältst du 2 Aktionspunkte gratis. Ja, wenn du an der Reihe bist. Die nur für Bewegung genutzt werden können. Anders ausgedrückt, bei jedem Level kannst du 2 zusätzliche Bewegungen ausführen. Das ist natürlich schon gut. Mehr Distanzverletzung. Durch deine Ausbildung an Feuerwaffen und anderen Distanzwaffen bist du im Distanzkampf noch treffsicherer. Bei jedem Level verursachst du mit Distanzwaffen 2 Verletzungspunkte. Mehr kritische Treffer. Mit dem Bonus ist es wahrscheinlicher, dass du mehr kritische Treffer im Kampf erzielst. Pro Level steigt die Wahrscheinlichkeit, einen kritischen Treffer zu landen, um 5%. Und mysteriöser Fremder. Mit diesem Bonus hast du die Aufmerksamkeit eines mysteriösen Fremden erregt, der dir von Zeit zu Zeit helfen wird. Falls dein Verbündeter im Kampf fällt, das war damals noch möglich, kannst du auf keinen Ersatz hoffen. Ah, mysteriöser Fremder ist nicht der beste Bonus, aber ich glaube, ich muss ihn nehmen. Es hilft einfach nichts. Es hilft einfach nichts. Ich nehme den. Nee, mit Reparatur ist leider nichts dabei. Okay, nehmen wir den mysteriösen Fremden, weil es einfach lustig ist. So, jetzt passt auf, ich habe 18 Punkte, selbst wenn ich die alle in Reparatur stecke, ne? Selbst wenn ich die alle in Reparatur stecke. Ich könnte natürlich irgendwas nehmen, Mentats oder so, um meine Intelligenz zu erhöhen. Das hilft auch beim Reparieren. Warum zur Hölle habe ich Wissenschaft genommen? Okay. Ich heb mir die jetzt mal auf. Weil aktuell brauche ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich heb mir die Aktionspunkte jetzt mal auf. Ist immer gut. So, ich will jetzt mal ein bisschen hier gucken, wo der Gullideckel ist, der noch eine Ebene tiefer führt. Der geheime Geheimgullideckel. Der müsste nämlich irgendwo hier sein, so. Oh, hallo. Terry. Hey, nicht reden. Das stört mich beim Denken. Okay. Ich will mich jetzt wirklich nicht mit Supermutanten anlegen. Das ist gerade das Letzte, das wir brauchen können. In dem Spiel sind Supermutanten noch eine ernstzunehmende Bedrohung. So ein Supermutant kommt nach... Nicht sehen aus wie Ghoul. Warum? So ein Supermutant kommt eine Powerrüstung gleich. Also ich habe, glaube ich, nichts, mit denen ich denen ernsthaft Schaden machen könnte. Außer ich schieße denen kritisch in die Augen, weil ich Glück habe. Aber ja. Hey, wollt ihr nochmal persönlich sagen, dass du einen wundervollen Kanal hast? Dankeschön, Winchester, das ist sehr nett von dir, das freut mich. Allein das Knobeln beim Skillen fehlt mir so sehr in den neuen Fallouts. Ja, kann ich verstehen. Okay, wir müssen jetzt sehr höflich sein. Jetzt passt mal auf. Ich sehe nicht aus wie ein Ghoul, sagt er. Warum sehe ich nicht aus wie ein Ghoul? Das liegt daran, dass ich heute so schnieke angezogen bin. Du nix Ghoul. Ich wusste. Nein. Ich wusste. Habe nix verkohlen. Stimmt. Und jetzt, wo du es weißt, muss ich dich töten. Ja, das sieht doch jeder. Hm. Wollen wir handeln? Nee. Ja, das sieht doch jeder. Nicht cool. Vorschriften sagen nicht cool. Nicht hier sein. Wer gibt dir denn deine Befehle? No, God! No, God, please, no! 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 Genau das. Genau das habe ich mir gerade gedacht, als er mich ertappt hat, dass ich kein Ghoul bin. Wer gibt dir denn deine Befehle? Lumir sagen, überwachen Ort, niemand nicht hereinlassen, nicht normale Meist bringen, normale zum Lu. Hey. Aber ich bin da kein Normaler. Harry durcheinander. Du nix Ghoul, du nix normal. Du ein was? Ja, was sind wir jetzt? Ich bin ein Supermutant neuester Art.
Nein! Harry, dich nix kennen! Dich nix mögen! Dammit. Das war nicht gut. Harry wird uns jetzt einfach komplett zerlegen. Shit. Schrumpflinte auf dem Rumpf. Ich hab ihn sogar getroffen und 10 Trefferpunkte. Okay. Das schaffen wir schon. Kein Problem. Wir werden doch wohl mit 5 Supermutanten fertig. Oh mein Gott, ey. Hey, ich habe immerhin eine Metallrüstung, die schützt gegen Energiewaffen. Besser als andere. Dogmeat, lauf! Lauf, Dogmeat! Ich habe einen großen Fehler gemacht. Okay, wir zermürben den schön langsam. Er ist leicht verletzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir haben keine Chance. Ian, baller ihn weg. Ian, du schaffst das. Angenommen, Fallout New Vegas 2 kommt raus und es gibt eine Community intellektueller Supermutanten. Ich meine, es gibt sehr, sehr kluge Supermutanten, ne? Das ist jetzt auch gar nicht so... Hat Ian zufällig keine Munition mehr? Ich hätte ihm vielleicht mal noch ein bisschen Munition für irgendwas geben sollen. Oh Gott, Ian wurde gerade getroffen von dem Lasergewehr. Uncool. Ich kämpfe jetzt bis zum Tod, ne? Wir haben keine Chance, aber... Ja, Dogmeat! Nice! Er hat ihn zu Boden geworfen. Nicht schlecht. Ian flieht. Das ist eine gute Idee, Ian. Uh-oh. Uh-oh. Die Türsteher kommen. Ja! Er hat gerade seinen Freund von hinten einfach in der Mitte durchgeschossen. Ich befürchte, der Kerl hat einen Flammenwerfer. Oh Gott. Das war sehr gut. Kopfschuss. Wow! Ich habe ihn zu Boden geworfen. Kritischer Treffer. Das läuft so gut. Leider haben wir überhaupt keine Chance, weil Ian wird jetzt sowieso sterben. Aber ich speichere jetzt hier unten mal bei Kampf. Aber Ian wird jetzt leider garantiert sterben, weil er einfach keine Stimfacts benutzt. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Yes, Dogmeat, du bist crazy! Rückzug, schreit Ian. Ich bin auch der Meinung, Ian, dass du dich zurückziehen solltest. Oh mein Gott, wir haben 2 Supermutanten umgebracht. Okay, die haben sich gegenseitig selber umgebracht. Aber einen habe ich tatsächlich dann den Rest gegeben. Ich bin begeistert. Das hätte ich nicht gedacht. Rumpfschuss. Voll daneben. Nachladen und einen Schritt weggehen. Vielleicht haben wir Glück und er kann noch nicht schießen in der nächsten Runde. Dogmeat, knabber ihm den großen Zeh ab. Immerhin. 5 Schaden insgesamt. Naja. Deine ärmlichen Waffen können dir nichts anhaben. Ich befürchte, du hast recht, aber... Oh mein Gott, ich muss jetzt... Das schaffen wir. Wir schaffen das hier. Das war absolut nicht, was ich geplant habe. Kopfschuss. Okay, ich habe ihn getroffen, aber leider nicht sehr gut. Und jetzt werden wir, glaube ich, sterben. Und Dogmeat, glaube ich, wird mit dem da auch nicht fertig. Aber er ist ziemlich bewusstlos. Wenn Ian doch nur funktionieren würde. Ich weiß nicht, warum Ian kaputt ist. Oh Gott, wir wurden gerade ziemlich verbrannt. Das war natürlich ein übler Treffer. Nicht. Okay, aber... Oh nein, ich habe das Spiel gerade zugemacht. Ich bin so dumm. Wartet mal. Ich habe einmal zu oft Escape gedrückt. Aber ich habe es noch irgendwo hier offen. Alles gut. Okay. Ich war zu aufgeregt. Also, ich lade das nochmal. Und jetzt ziele ich mit der Schrotflinte nicht auf seinen Kopf, sondern mit 57%iger Wahrscheinlichkeit in die Augen! Yes! Barry wurde kritisch in den Augen getroffen. 42 Trefferpunkte. Der Mutant verliert fast sein Augenlicht. Barry ist tot. What? Dogmeat, wir schaffen das.
Ich weiß nicht, was mit Ian los ist. Oh Gott, Ian. Nein, Ian. Oh Gott, Ian. Du bist so dumm. Ich weiß nicht, was mit Ian los ist. Ich weiß nicht, aber der ist gerade irgendwie einfach Larry voll in die Arme gelaufen. Warum? Ian, es sah so gut aus. Oh Gott, und jetzt erschieße ich Doc Meat. Nein. Oh Gott. Drama hier. Ian, irgendwas stimmt wirklich mit Ian nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Der hat doch schon Stimpaks benutzt. Begleiter können doch auch schon in Fallout 1 selbstständig Stimpaks benutzen. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, und diesen kritischen Treffer in den Augen, den hätte ich speichern müssen. Das war ein Fehler, dass ich den nicht gespeichert habe, weil das kriege ich nie wieder hin. Aber selbst wenn, ne? Guckt euch Ian an. Das ist einfach doof. Ich glaube, einen Schuss mit dem Flammenwerfer kann ich gar nicht überleben. Oder 72. Meine Güte. Wir haben minus 34. Der hat uns zweimal gekillt jetzt. Quasi. Ah, nee. Leider, weil Ian im Arsch ist, ey. Das ärgert mich. Selbst wenn ich jetzt irgendwie hier den kritischen Augentreffer nochmal hinkriegen würde. Jetzt treffe ich nicht mal mehr. Weiß ich nicht, wie das mit Ian weitergehen soll. Der stirbt halt jetzt dann, weil er echt ein Trottel ist. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock, 100 Mal neu zu laden, nur damit ich den kritischen Augentreffer wieder krieg. Aber ein paar Mal noch. 100 Mal nicht, aber vielleicht noch 5 Mal oder so. Komm schon. Wir haben es schon mal geschafft. Wir schaffen es wieder. Komm schon. Noch 4 Mal. Noch 3 Mal. Ich treffe jetzt wirklich gar nicht mehr. Noch 2 Mal. So viel zum Thema, irgendwie sind 57%, eher so 30%, ne? Okay, immerhin wieder ein Treffer, aber ein sehr schlechter. Komm schon, letzter Versuch. In die Augen! Ah. Lauf! Der Begleiter könnte sich selbst heilen in Fallout 1, das ist sicher. Aber warum er es nicht macht, ist mir ein Rätsel. Ja, mir auch. Mir auch. Und das ist wirklich schade, weil wir hätten den Kampf sogar tatsächlich gewinnen können, wenn Ian nicht kaputt wäre. Und ich weiß nicht, was mit dem los ist. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Oh, das ist auf jeden Fall das falsche Savegame. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt drauf gedrückt habe. Okay, kurz bevor wir den Schrott aufgehoben haben. Es ist nicht viel verloren. Irgendwie noch eine Maulwurfsratte töten oder so. Kein Problem. Ja, genau. In einem YT-Video habe ich gesehen, wie der eine Supermutant den anderen Supermutanten mit den Raketenwerfer getötet hat und nach paar Sekunden explodierte der Supermutant mit den Raketenwerfer. Dankeschön für die 100 Bits, der Franklin. Kann gut sein, dass der einen kritischen Fehlschlag hatte quasi, ne, und ihm die Rakete im Magazin explodiert ist. Sowas passiert. Okay. Ian, du hast, dass er auch, es ist, irgendwas ist mit ihm kaputt. Er hat definitiv 2 Stimpaks. Er hat mehrere Waffen mit sehr viel Munition, die er benutzen könnte. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Irgendwas ist kaputt. Nee, die ist zu wertvoll. Die ist zu teuer. Die will ich ihm nicht geben. Die kriege ich nie wieder. Ian, warum bist du kaputt? Ich verstehe es nicht. Du kannst jetzt gehen. Naja, wenn du schon fragst, in Ordnung, wir sehen uns. So. Ian? Ich glaube, wir sollten zusammenbleiben. Okay. Ich habe ihn jetzt mal aus dem Team geworfen und wieder ins Team geholt. Vielleicht hat das geholfen, ne?
Jetzt holen wir uns nochmal den mysteriösen Fremden. Oh, der wäre jetzt auch gut gewesen. Der hätte ruhig kommen dürfen bei dem Kampf gerade. Soll ich jetzt nochmal mit ihm reden? Gehen wir nochmal in den Dialog? Vielleicht, aber ich speichere definitiv vorher. Naja, da ist noch eine Ratte, stimmt. Ach nee, ich habe versehentlich Zug beenden statt Kampf beenden gemacht. Ian ist beleidigt, weil du beim Bauen als Erster durch die Tür bist. Anscheinend, ja. Anscheinend hat ihn das kaputt gemacht. Ich verstehe es auch nicht. Aber das muss es sein. Seit wir auf dem Bauernhof waren und den Esel gerecht haben, ist Ian plötzlich so. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Okay, ich trau mich nochmal in den Dialog hier oben rein. Hey, du nicht sehen aus wie Ghoul. Aber warum? Ich bin Ghoul. Du nix Ghoul. Ich wusste, habe nix verkohlen. Ja, okay, das sieht doch jeder. Du nix Ghoul. Vorschriften sagen, nicht Ghoul, nicht hier sein. Wer gibt dir denn deine Befehle? Du bald herausfinden. Oh, wow, jetzt hat er einen anderen Dialog. Ich habe anscheinend irgendeinen Check im Hintergrund nicht geschafft. Okay, bring mich zu deinem Boss. Oh, das ist sehr gut. Ah, shit. Weißt du, ich hatte Zweifel, als meine Offiziere meinten, sie hätten einen Supernormalen gefangen. Es ist so schön, dich zu sehen. Oh, shit. Jetzt haben wir den Salat, da kommen wir nicht mehr raus, aber wir spielen das jetzt aus bis zum Ende. Dann laden wir neu. Was wollt ihr von mir? Na, bevor du zu uns gehörst, natürlich. Ich kann doch nicht einen Supernormalen haben und ihn nicht zu einem der Auserwählten machen, oder? Nachdem du mir gesagt hast, wo deine Wohnung ist. Nur unter einer Bedingung. Bedingung? Wie reizend. Komm, amüsiere mich mit deiner Bedingung. Stülp dir einen Sack über den Kopf, dann kann ich deinen Anblick vielleicht ertragen. Nee, zuerst will ich dich was fragen. Aber sicher, liebes Menschlein. Liebes Menschlein. Ich bin gespannt, was du fragst. Für wen arbeitest du? Alle arbeiten für den Meister, um die Ehre der Einheit aufrechtzuerhalten. Er war der Erste, weißt du. Oh, hey, clever, dankeschön. Sehr nett von dir. Warum arbeitest du für den Meister? Schicksal. Man nimmt's, wie's kommt. Ich war der Stärkste meines Trupps, der das Virus bekam. Und ich habe immer die Ideale der Einheit und des Meisters unterstützt. Ja, genau. Denn er hat recht. Und für meine Hingabe wurde ich belohnt. Ich habe die UNO Reverse Card gespielt. Jetzt verhöre ich ihn. Wie ist denn dieser Meister so? Er führte uns zum lebensspendenden Virus. Und ist das Spiel, wie das heißt, Fallout 1. Und nun will er dich treffen. Fühl dich geehrt. Ah, okay. Und was hat das mit dem... Warte mal. Okay. Was hat es mit dem Virus auf sich? Vor dem Krieg stellten die Menschen das FEV-Virus her, um perfekte Menschen zu schaffen. Sie hatten Erfolg, wie du deutlich siehst. Der Meister ist der Erste, der die Möglichkeiten des FEV voll nutzt. Das wäre gut. Okay, du darfst gehen. Ich lass dich gehen. Ja, genau. Wo ist denn dieser Meister? Er ist mit den Children of the Cathedral beschäftigt. Sie halten uns für Götter. Natürlich kann man ihnen das nicht verübeln. Ihr haltet euch für Götter? Natürlich nicht. Wir sind die Zukunft. Bevor diese Zukunft kommt, würde ich gerne noch was anderes wissen. Nur zu. Stell deine Fragen. Wir haben Zeit. Was macht ihr hier eigentlich? Mein lieber Mensch, das ist der große Schöpfer. Hier schaffen wir die Meisterrasse und sichern die Einheit. Es ist so herrlich, glaub mir. Ja, der Meister ist der Blob, genau. Erzähl mir was über diese Einheit. Hatten wir das nicht schon?
Schein so. Braucht ihr das alles hier zum Schöpfen? Derzeit gibt es ein kleines Problem mit der Vermehrung. Wir arbeiten daran. Noch müssen wir die Container benutzen, um Menschen zu Supermutanten zu machen. Auch dir wird diese Ehre zuteil. Sofort. Zu gütig. Aber noch ein paar Fragen, bevor Wie ich versinke. Könnte ich so eine Bitte nur abschlagen? Wie wär's, wenn ihr mich jetzt einfach gehen lasst? Gehen? Ich glaube, lass mich sehen. Was? Ja. Zu komisch auch. Wie wunderbar witzig. Du wirst nur noch zum Container gehen. Doch erst sagst du mir, wo deine Wut ist. Ich hoffe, du kannst damit leben, wenn ich mich weigere. Das werden wir sehen, oder? Das werden wir sehen. Oh Gott. Lauf! Nein! Schnell! Lauf einfach weg! Schnell zum Aufzug! Ihr Trottel! Was ist passiert? Warum hat das funktioniert? Warum konnte ich einfach weglaufen? Was ist hier los? Diese Situation ist mir neu. Ich kenne das nicht. Was für einen Dialekt hört man raus bei mir? Also ich komme aus Bayern ursprünglich. Ja, Kater, ich kann jetzt gerade nicht. Ich habe es gerade irgendwie geschafft. Ja, stimmt, speichern wir mal. Auf irgendeinem neuen Savegame. Ich nenne den mal WTF. So, wir sind jetzt in der Basis drinnen. Wir sind in der Basis und ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie Sinn macht. Ich werde mal meinen Wissenschaftsskill hier oben auf den Terminal benutzen. Wir sind in der Mariposa-Basis. Wir sollten hier nicht frei rumlaufen dürfen. Wir sollten hier nicht sein, stimmt ja nicht, aber... Der Monitor flackert. Auf dem Bildschirm erscheinen merkwürdige Farbmuster. Anscheinend wurde das System angehalten. Robohirne. Kann ich die Robohirne mit meinem Wissenschaftsskill manipulieren? Dammit. Hey, ich versuche jetzt mal mit dem zu reden. Ich habe ja gerade gespeichert. Ich glaube, der hätte mich eigentlich irgendwie umboxen sollen, aber ich bin so schnell weggelaufen. Ich spreche nicht mit heidnischen Seelen wie dir. Okay, dann gucke ich mal in den Spind. Der ist leider verschlossen. Öffnen. Okay, immerhin. Ich weiß halt nicht, ob wir hier jemals wieder rauskommen, ne? Außerdem bin ich leider so überladen, dass ich nicht mal mehr Sprengstoff mitnehmen kann. Warum eigentlich? Naja. Oh nein! Okay. Ich bin auch noch gestorben. Deine Knochen werden vom Wüstenwind blank geschliffen. It just works. Der hat einfach mit dem Raketenwerfer jetzt mich, Ian und seinen Freund einfach in die Luft gesprengt. Kurzen Prozess gemacht. Okay, what the fuck? Das Problem ist leider, dass wir jetzt wahrscheinlich das... Also der Aufzug funktioniert nicht. Und ich kann das Kraftfeld, glaube ich, ohne eine Zange oder sowas, glaube ich, braucht man hier. Kann ich leider nicht deaktivieren. Was wir versuchen könnten... Okay, Jetzt passt mal auf. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wie gesagt, die Situation ist mir sehr neu. Ich aktiviere das Dynamit und stelle es auf eine Minute. Und finde es hoffentlich jetzt ganz schnell, damit ich es fallen lassen kann. Und jetzt laufen wir schnell weg. Kommt mit, Ian! Dogmeat! Dogmeat wurde gerade für 21 Trefferpunkte getroffen. Wie hat er denn das gemacht? Okay, gucken wir mal, ob das klappt. Ja, wir können, glaube ich, auch einfach durchlaufen, das stimmt. Ist schon eine Minute vorbei? Eine Minute ist so lang, wenn man drauf wartet. Okay, das funktioniert leider nicht. Schade.
Ich hätte echt... Ich glaube, ich habe beim Charaktereditor nämlich für den ersten Teil Wissenschaft und Reparieren verwechselt. Bei Reparieren ist der Skill, den man wirklich braucht. Okay, wir sind alle durchgekommen. Oh Gott, nein. Aha, okay, okay. Ich glaube, hier sollten wir eigentlich eingesperrt sein, ne? Wir kommen halt hier nicht mehr raus. Das ist doch jetzt super lustig, dass wir einfach weglaufen konnten. Aber wir kommen halt leider nicht raus. Aber ich werde es versuchen. Obviously. Zur Not kämpfen wir gegen... Nein, ich sag den Satz nicht mal fertig. Was tust du da draußen in deiner schützenden Zelle? Außerhalb deiner schützenden Zelle. Herumlaufen. Du solltest dich in deiner Zelle aufhalten. Die Wachen wollen, dass wir zu unserem eigenen Schutz hier bleiben. Die Roboter sind darauf programmiert, Normale, die ohne Begleitung sind, anzugreifen. Wenn ich nicht einmal eingetaucht worden bin, wenn ich erst einmal eingetaucht worden bin, kann ich die Einheit unterstützen. Das möchtest du tun? Natürlich. Das ist die einzige Chance für die Menschheit zu überleben. Ja, okay, was auch immer. Viel Spaß. Okay, ich speichere nochmal auf dem What the fuck Safe-Punkt. Hallo, ach, schade. Ich hätte gehofft, weißt du, vielleicht. Ich hätte gedacht, vielleicht greift er uns gar nicht erst an. Hätte ja sein können. Aber wenn ich doch nur schon Energiewaffen hätte. Dammit, dass ich keine Munition habe. Es ärgert mich so. Das könnte jetzt eine coole Situation sein. Aber ja, so wird das leider nichts. Moment mal, was sind mit, warum? Warum ist der alarmiert? Ich bin gespannt, ob Ian jetzt wenigstens wieder funktioniert oder ob der immer noch kaputt ist. Dammit. Das war so ziemlich meine einzige Hoffnung. Ein kritischer Treffer. Ja, genau. Wir bräuchten den Super Speed-Schwert. Dann könnte man hier, glaube ich, was machen. Ja, ich glaube, Ian funktioniert wieder. Oh nein, Dogmeat ist tot. Okay. Ich glaube, wir laden nochmal den Safe höher. Wir machen das jetzt nochmal richtig. Wir sind noch nicht so weit. Wir sollten das Spiel nicht einfach irgendwie 15 Stunden vorspulen. Aber komme ich irgendwie mit meinem Speech-Skill aus dem Dialog mit ihm raus? Kann ich da irgendwas machen? Hey, du nix, du bin aber ein Ghoul, ja, das sieht gut. Man doch. Wer gibt dir Befehle? Du bald herausfinden. Nee, okay. Dann gehen wir einfach wieder. Weißt du was? Wir haben den Schrott, den wir wollten. Ist alles gut? Wir gehen jetzt einfach zurück zum Untergrund-Ghoul. Vorausgesetzt, ich finde den wieder in diesem Labyrinth. Oh, die Situation kannte ich auch noch nicht. Ich bin schon in der Leiter-Animation und werde hier aber angegriffen. Das ist weird. Ja, im Endeffekt wäre das der Speedrun-Weg gewesen, den wir jetzt gerade gegangen sind. Ne? Aber mit unserem Charakter halt aktuell nicht umsetzbar. Hier ist noch ein Kanalisationseingang. Wir müssten eigentlich, wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach raus und wieder rein und dann sind wir wieder im Startgebiet und dann nehme ich den ersten Gulli und dann sind wir da. Und dann kann ich ihm den Schrott geben. Wir werden damit nichts anfangen können, weil unser Reparaturwert nicht hoch genug ist. Aber macht ja nichts. Das weiß ja unsere Hauptfigur jetzt noch nicht, ne? Darum geht's ja.
Wasserstelle, I guess. Oder? Nee. Oh nein, nee, nicht zur Wasserstelle. Dann wahrscheinlich eher Hotel. Ja, genau, okay. Hier gehen wir jetzt mal in die Kanalisation. Genau. Das machen wir jetzt auch. Wir haben ja noch nicht mal Zed getroffen, ne? Hey Zelda, danke schön für deine Mitgliedschaft im vierten Monat als Jünger der Tentakel. Schön, dass du da bist. Und hallo. So. Du bist zurück. Hast du die Teile für die Reparatur der Wasserpumpe? Ja, da sind sie. Schaut so aus, als ob du Hilfe mit den Teilen brauchen könntest. Hier sind ein paar Bücher, die herumgelegen sind. Sie könnten dir helfen. Bring jetzt bitte die Teile zur Wasserpumpe und reparier die Pumpe. Oh, 3 Stück. Okay, cool. Ich weiß nicht, wie viel ein Buch jeweils bringt, aber ein bisschen was wird uns das jetzt schon helfen. Oh, ich habe wieder... ich nehme jetzt trotzdem den mysteriösen Fremden nochmal. So, jetzt haben wir einen Reparaturwert von 46. Ich glaube, das könnte reichen, ne? Wir brauchen 60 oder 50 für die Reparatur. Und ich hätte noch 18 Fähigkeitspunkte auf der hohen Kante. Das könnten wir versuchen. Doch, das ist wirklich warm. Die Haare sind wirklich warm. Ich überlege auch, ob ich die im Sommer wieder... Also ich will sowieso jetzt mal wirklich die kürzen, auf jeden Fall. Aber ich überlege wirklich, ob ich die im Sommer vielleicht mal wieder ganz abrasiere. Wie ich es ja auch schon öfter hatte. Aber ich mag eigentlich gerade meinen Lockenkopf. Insofern bin ich mir noch nicht sicher. So, wie kommen wir jetzt zur Wasserpumpe, ohne dass uns die Supermutanten fressen? Wir könnten natürlich einfach nochmal... Oh, das ist auch eine Idee. Ich könnte einfach nochmal zu The Hub zurückreisen und mir Munition für die Plasmapistole kaufen. Weil dann kämpfe ich gleich auf einem ganz anderen Niveau. Mit der Plasmapistole... Guck mal, ich speichere mal hier. Der Bart wird auch gekürzt. Auf jeden Fall kürze ich den wieder. Aber Bart lasse ich immer so, weißt du, das ist so ein Zyklus. Ich lasse den immer sprießen, dann wieder ein bisschen stutzen, dann wieder sprießen. Den trimme ich nicht regelmäßig. Bin ich hier hinten eingesperrt zufällig? Kann ich mich hier durchsprengen? Irgendwas ist seltsam an dieser Wand. Okay. Cool. Hallo. Hallo. Gut. I guess, ich habe einen Geheimgang gefunden. Hoffentlich hast du einen guten Grund, mir im Weg zu stehen. Sag dir der Nächste bitte was. Nomi? Die Synchro ist aber schon geil von dem. Oh mein Gott. Einen sehr guten sogar. Offenbar habe ich den Anführer gefunden. Was soll das? Schleimerei? Hör zu, ich pfeif auf Normalos. Mit heißer Luft verdienst du dir den Chefsessel bestimmt nicht. Hatte nichts zu bedeuten. Easy. Ich bin Zed. Ich bin der... Hi, Bugatteri. Ich bin der Boss, kapiert, wollte er sagen. Sonst noch was? Nein. Noch Fragen? Was kann ich für dich tun?
Die Mutanten an der Wasserstelle sollen unter der Erde schlafen. Mm. Das tönt mich echt an. Mach sie kalt und du machst mich heiß. Kriegst auch Infos. Ich weiß nicht genau, ob ich dich heiß machen will, ehrlich gesagt. Ich meine, okay, aber hast du Energiezellen? Weil dann... Shit. Ah. Warum hast du keine Energiezellen? Einverstanden. Sehr gut. Zeig's den Mutanten ein letztes Mal, dann komm zurück. Wenn ich den Ghouls sage, sie sollen dir nichts tun, riechen die Mutis Lunte. Na gut, ich tu dir den Gefallen. Ich halt's Maul, kapiert? Nee, ich hab's ehrlich gesagt nicht ganz kapiert. Also die Ghule greifen mich jetzt weiterhin an, oder? Was ist mit den Ghouls? Meide meine Ghouls, wenn dir dein Leben lieb ist. Ein Ghoul, der ein Normalo nicht aufhalten kann, hat einen Grabstein verdient. Versuch mal dein Glück. Aha, aber ich darf die töten. Er ist cool damit. Ja. Oh, wen haben wir denn da? Ein verstrahltes Wesen. Mit dem können wir leider nicht reden. Ghoul Gang, Ghoul Gang, Ghoul Wache, verstrahlte Wesen. Okay, wir sollen die Supermutanten töten. Wisst ihr was? Ich versuche jetzt wirklich, dass wir hier wieder rauskommen. Ich guck mal. Ich muss jetzt mal. Ich speichere mal nochmal schnell. Und ich kaufe jetzt Munition für meine Plasmapistole. Hallo. Schlechteste Wache ever. Na gut, okay. Ah. Wie sieht's denn aus? Na, wird schon passen. Gehen wir zurück nach der Hub. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zufallsbegegnung. Was passiert? Oh, wir haben Dr. Who. Schnell. Die TARDIS ist von innen größer als von außen. Wir können den großen Krieg verhindern. Mach die Tür auf. Nein. Damn it. Wir haben unsere Chance verpasst. Schade. Der hätte uns wenigstens einen Sonic Screwdriver da lassen können, ne? Ein Scanner hat er uns da gelassen. Ah, oh, ich muss mal schnell handeln. Ich kann nichts mehr tragen. Wir müssen Stuff verkaufen. Ich muss Sachen loswerden. Wir sind voll überladen die ganze Zeit. Hier, komm. Nimm mal bitte die ganze Munition. Meine Güte. Ah, den Schrott habe ich noch dabei. Der Schrott ist ziemlich schwer. Daran liegt es wahrscheinlich. Ah! Hey, danke schön, Seiter, für die 2 Euro für den Superchat. Die alte Synchro hat ihren eigenen Charme. Ja, auf jeden Fall. Ich würde ihm fast gern den Schrott geben, aber dann muss ich den wieder zurückkaufen. Das ist halt das Blöde, ne? Alles, was man dem Begleitern im ersten Teil gibt, muss man quasi wieder zurückkaufen oder stehlen. Das ist halt wirklich dumm. Deswegen kriegst du jetzt trotzdem das Seil. Das brauche ich wahrscheinlich erst viel später wieder und das wiegt einiges. Bitteschön. Arschloch. So. Jetzt nehmen wir den Scanner mit. Den werden wir nämlich, glaube ich, am ehesten verkaufen. Oder sonst benutzen wir den, glaube ich, nicht. Scanner der Firma Watts Electronics vom Typ CU erkennt Bewegungen von biologischem Material auf eine Entfernung von mehreren Metern mittels eines justierten Radargeräts. Wüste. Ja, ich glaube, den brauchen wir nicht wirklich. So. Oh, wir waren überhaupt nicht in den Heights, ne? Die haben wir noch gar nicht besucht. Da könnten wir definitiv auch mal noch hin. Aber jetzt will ich erstmal zu meinem geliebten Waffenhändler. Moment mal. Ich glaube, ich bin hier falsch.
Gehen wir mal noch ein Häuschen weiter. Na, Ian, steht doch nicht so in der Tür rum. Gibt es mehrere Art Easter Eggs? Ist mir noch nie passiert und ich find's lustig. Es gibt einige. Sowohl im Fallout 1 und Fallout 2, die sind legendär für ihre Zufallsbegegnungen, die einzigartigen. Doctor Who ist jetzt eine von vielen. Es gibt Monty Python-Sachen und Star Trek-Sachen und. Also da gibt's ganz viele und manchmal auch wirklich nützliche. So, lass uns mal handeln. Ich muss sagen, diese Riesen-Map vom Fallout 1 hat Wasteland 3 wirklich in die heutige Zeit geholt. Ja, aber Wasteland 3 fühlt sich sehr viel kleiner an. Ist auch kleiner. Aber finde ich auch okay. Oh, Seiter, danke nochmal fürs Mitgliedschaft verschenken. Das ist ja super nett von dir. Danke. Nice. Okay, jetzt pass auf. Ich will 160 Energiezellen. Wow, die sind teuer. Wow, aber ich gebe dir dafür das hier und jetzt halte ich fest, die hier. Okay, reicht nicht ganz. Ich gebe dir auch den Arztkoffer. Und sonst habe ich leider nichts. Soll ich ihm Kronkorken geben? Ich will die Kronkorken eigentlich sparen. Weißt du was, ich brauche nicht wirklich 160. Ich nehme, ja, das sieht doch gut aus. Dann nehme ich die wieder zurück. Oh, hatte der beim letzten Mal auch schon Superhammer? Nicht, dass ich was mit dem anfangen kann, aber hat der sein Sortiment verändert oder habe ich den nur übersehen? Der ist mir wirklich nicht aufgefallen. Ach shit, ich wollte ihm ja eigentlich den Scanner noch verkaufen, ne? Das kann ich jetzt gar nicht mehr machen. Ein Flammenwerfer ist eine schwere Waffe. Okay, dann gib mir noch 50 Kronkorken, was weiß ich. Und noch 30. Hinterher. Und dann sind wir cool. Jetzt habe ich leider den Bieten-Knopf nicht mehr. Nein, bitte, Hilfe, um Gottes Willen. Nein, ich schaue mich nur um. Ich muss nochmal den Dialog neu starten. Ich hätte da nicht reinklicken dürfen, aber ist eh okay. Kann ich den Scanner nämlich nochmal verkaufen. Ach, man hat's nicht leicht. Okay, jetzt pass auf. Ich gebe dir nochmal das Ganze. Ich gebe dir die Munition, die Pistole, einen Erste-Hilfe-Kasten und einen Scanner. Wow, Scanner sind ja ganz schön was wert sogar. Das hätte ich gar nicht gedacht. Und was ich dafür möchte... Hallo, Wrackers. Und was ich dafür möchte, sind deine ganzen Energiezellen. Ah, 300. Ach, weißt du was? Die brauche ich auch nicht mehr. Hier, nimm die ganze Schrobmunition. Yes! Und jetzt gib mir noch irgendwie 150 Kronkorken mal. Und noch 15. Dann haben wir es. Dann ist die Transaktion komplett. Katsching! Yes! Oh, yeah! Das ist schön. Und vor allem, ist mir gerade eingefallen, kann ich die Schrobflinte jetzt auch noch verkaufen. Niemand braucht die Schrobflinte mehr. Bam! Wir haben jetzt eine gute Waffe. Die kann zumindest theoretisch sehr mächtig sein. Und wir haben schon einen relativ guten Skill dafür. Also das passt. Hi, Dennis! So, jetzt handeln wir nochmal. Seit Wasteland 3 habe ich so eine Hoffnung auf ein Fallout 1-2 Remake. Ja, oder ein Fallout Tactics 2 oder sowas in der Art, ne? Ich theoretisch auch. Aber ich muss auch sagen, dass Microsoft mit dem Schließen von Tango Games und Arcane Studios, das habe ich sehr deutsch ausgesprochen, sehr viel Vertrauen bei mir eingebüßt hat. Und gerade traue ich denen nicht mehr zu, dass sie jemals nochmal irgendwas Gutes machen. Die werden ihre Lizenzen jetzt anscheinend eher so verramschen, habe ich das Gefühl. Also da bin ich jetzt leider gerade... Ja. 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 Eher misstrauisch, was das angeht, muss ich schon sagen. Aber ja, man kann ja hoffen. Man kann ja hoffen.
Ich war positiv erstaunt, als du im Podcast mal erwähnt hast, dass du mal für die GameStar gearbeitet hast. Nee, ich habe nie für die GameStar gearbeitet. Ich habe mal Interviews gemacht. Ich habe bei Artikeln geholfen, aber ich habe nie für die GameStar gearbeitet. Mein Podcast-Partner, mein Co-Podcaster Michael, der schreibt oft für die GameStar. So, wie komme ich denn jetzt in die Heights? Ist das Gebiet weiter unten? Ich lurk gerade dein voller 3 Let's Play. Mega gut. Ah, das ist auch schon ewig hier, ne? Hi, Würmchen. Jetzt muss ich echt mal gucken. Ah, da, glaube ich, sind wir noch nicht lang gegangen. Oder? Ja, kann schon sein. Bin mir nicht mehr sicher. Let's go. Schauen wir einfach mal. Oh, wenn ich jetzt noch irgendwie das Geld für die Kampfrüstung zusammenkriegen würde, aber das wäre ein ganz schöner Grind. Da darf ich einige Karawanen bewachen. Aha. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Hightower. Hi, CT. Ein Landsquid Birdrider X Maurice Weber Crossover wäre das Highlight des Jahres. Hallo? Ist hier irgendjemand? Oh, danke schön. Dankeschön, Slenderrex, für die großzügige Bitspende. Sehr nett von dir. Danke. Ich geh mir jetzt deine YouTube-Videos reinziehen. Mach das. Ich wollte jetzt eigentlich zu streamen aufhören. Es ist eh schon nach 10. Ich wollte eigentlich um 10 aufhören. Aber ich glaube, ich möchte jetzt wirklich die Supermutanten noch töten und mich hier noch kurz umschauen. Kann ich dir helfen? Ja, ich soll mich hier mit Mr. Hightower treffen. Wirklich? Soll ich das? Ich habe eine Verabredung mit Mr. Hightower und ich bin spät dran. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber doch, irgendwann hat uns so ein komischer Kerl gesagt, wir sollen irgendwas machen und irgendwo hingehen oder so, ne? Vielleicht war es das. Mr. Hightower empfängt nicht jeden. Also mich will er sehen. Hier kommst du nicht rein. Hau ab, du Skag. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich einen Termin habe mit Mr. Hightower. Das kann schon sein. Ich glaube, ich gehe einfach wieder. Ich weiß überhaupt nicht, was ich von Hightower will. Der soll bei der Police Academy bleiben. Wir gehen jetzt noch Supermutanten töten. Oh, das wird jetzt noch ein harter Kampf, ey. Aber hey. Ich bin gespannt. Ich hoffe wirklich, meine Plasmapistole ist so krass, wie ich die beworben habe. Also zumindest die Tatsache, dass wir damit umgehen können im Gegensatz zu der Schrotflinte, ist schon mal ein großer Vorteil. Und ja, die haut schon rein auf jeden Fall. Ich erwische dich jetzt zum ersten Mal live. Yay! Und muss dir ein Dankeschön aussprechen für all deine wirklich unterhaltsamen Lore-Videos. Dankeschön, Dennis, das freut mich sehr. Sehr nett von dir. Für die NCA gibt es noch gar nicht. Aber ja, für die auch. Okay, nochmal zurück. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit wir eigentlich noch haben, ne? Für die Hauptquest. 203 Tage, alles easy. So, jetzt speichern wir. Und dann geht's los. Ian, du funktionierst bitte auch wieder, oder? Ian, kann ich mich darauf verlassen, dass du mitkämpfst? Das wäre schon gut, nämlich. Du nicht sehen aus wie Ghoul. Warum? Lass mich raten. Vielleicht, weil ich kein Ghoul bin? Du nix Ghoul. Ich wusste. Du warte mal. Ghoul. Wer gibt dir Befehle? Du bald herausfinden. Du bringst mich nirgendwo hin. Okay,
Plasmapistole? Lass mich nicht im Stich. In die Augen! Okay, das war kein so guter Treffer. Aber hey, wir haben mit 91%iger Wahrscheinlichkeit in die Augen schießen können. Das ist schon ziemlich gut. Vor Shady Sands, ja, genau. Die können uns halt leider immer noch One-Hit killen, wenn die uns gut treffen. Vor allem der Flammenwerferkerl. Aber gucken wir mal, wenn Dogmeat und Ian jetzt richtig mitkämpfen und ich ein paar gute Treffer lande, dann sollte der Kampf möglich sein. Und dann kriegen wir geilen Loot. Leider kann mein Charakter nichts tragen. Oh, das tut mir schon ein bisschen im Herzen weh. Augen! Der Mutant verliert fast... Oh, das war ein... Wow! 54 Schaden! Nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Ja, das war in die Augen. Sehr schön. Der ist, glaube ich, so gut wie tot. Wow, Supermutanten halten so viel aus. Holy shit. Ian hat ihn gerade auch nochmal für 45 getroffen und der lebt noch. Aber er flieht. Er ist im Fluchtmodus. Okay. In die Augen! Habt ihr das gesehen? Was für eine geile Animation. Mein Gott, ist das cool. Yes! Dogmeat, läufst du jetzt ihm hinterher? Dogmeat, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da hinten ist ein Supermutant mit dem Flammenwerfer. Oh nein! Ian hat auf Dogmeat geschossen. Aber Dogmeat geht's gut. Oder? Eigentlich schon. Ja, Dogmeat ist nicht tot. Noch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh shit, jetzt habe ich nicht gezielt geschossen, ich Trottel. Ja, Dogmeat, genau. Du gehst weg von dem Flammenwerferkerl, das ist gut. Jetzt haben wir ihn. Harry ist tot, okay. Der Flammenwerferkerl hat jetzt die höchste Priorität. In die Augen! Yeah! Oh mein Gott, die Waffe ist so schön. Ist so gut. Die Animation, die Sterbeanimation ist toll. 102 Schaden ist toll. Ich liebe es. Ich liebe alles gerade. Das ist so, so gut. Ja, Dogmeat! Nice! Nicht schlecht. Barry ist tot. Sally ist tot. Harry ist tot. Fehlt nur noch Larry. Die tun mir fast ein bisschen leid, ne? Die sind eigentlich lustige Leute. Lustige Supermutanten-Leute. Aber es hilft ja nichts. In... Oh, doch, ich versuch's. In die Augen! Ah, oh, schade, daneben. Die fliegen auch so schön, die Projektile, ne? Ah, das gefällt mir. Würdest du für einen Fallout-Anfänger die Reihenfolge... Was würdest du für einen Fallout-Anfänger in Reihenfolge spielen? Genau das ist der Plan. Genau das ist der Plan. Wir spielen jetzt in den Dienstag-Streams immer mindestens 2 Stunden Fallout 1, 2, Tactics und sogar Brotherhood of Steel und dann auch die neuen Teile durch. Aber wer weiß, ob bis dahin nicht vielleicht schon Fallout 5 erschienen ist. Aber ja, das ist der Plan. Wird uns über viele Monate aber jetzt begleiten. In die Augen! Ah, jetzt schmilzt doch. Ian, willst du dich gerade allein mit dem da anlegen? Ist okay. Dogmeat hat den anderen Supermutanten gefressen. Okay. Terry ist tot. Und ich glaube, wir haben's. Ich glaube, das war's. Mit der Macht der Freundschaft und so ein bisschen meiner krassen Plasmapistole haben wir die Supermutanten besiegt. Das war im Vergleich zu vorher schon ein ganz anderer Kampf, ne? Im Vergleich zum letzten Versuch. Das war richtig easy.
Hey, Radio Raccoon, hi, willkommen, ihr 12 wundervollen Menschen, hallo. Schön, dass ihr vorbeischaut. Bei uns geht's auch nicht mehr lange. Ich wollte jetzt nur in Fallout hier noch ein paar Sachen erledigen, die erledigt werden müssen. Wir haben jetzt ein Lasergewehr und ich weiß nicht, ob unser Charakter stark genug ist, das zu benutzen, weil das Lasergewehr wäre nochmal ein Upgrade zu unserer Plasmapistole. Ziemlich sicher. Oh mein Gott. Oh mein Gott, und wir können es benutzen. Wir können es benutzen. Da war ich mir echt nicht sicher, aber es geht zum Glück. Nice, Leute. Mit, oh mein Gott, das Lasergewehr. Wir sind jetzt innerhalb von 10 Minuten quasi, weißt du, unsere Machtkurve ist so von 2 von 100 auf 90 von 100 geschossen gerade. Wir haben jetzt eine Endgame-Waffe. Das kann man schon sagen. Wir haben jetzt eine Endgame-Waffe. Was wir noch nicht haben, ist eine Endgame-Rüstung. Das ist jetzt noch ein großes Ziel. Und wenn wir es schaffen, dass wir genug tragen können, dann kann ich noch den Flammenwerfer mitnehmen und gut verkaufen. Dann kommen wir der Endgame-Rüstung auch näher. Beziehungsweise die wirkliche Endgame-Rüstung, ne? Die kriegen wir selbstverständlich dann erst. Bei der stählernen Bruderschaft. Ich kann echt nichts mehr tragen, einfach. Mich hat nach der Serie voll der Fallout-Groove gepackt. Ja, das kann ich verstehen. Das geht gerade sehr vielen so. Das geht gerade sehr vielen so. Und ich kann ich auch verstehen, weil die Serie ist auch wirklich gut. Lore-technisch, ne? Ui, in manchen Bereichen echt schwierig. Aber wirklich schon eine sehr gute Serie. Da kann man überhaupt nichts sagen. Ian, ich gebe dir jetzt den Schrott. Aber du musst mir den dann nachher echt wiedergeben, weil den brauchen wir für eine Quest, okay? Ian, du Trottel. Finde ich auch lustig, wie Ian innerhalb von den 2 Stunden heute vom großen Held, der alles für mich erledigt, zum nervigen Begleiter geworden ist. Aber er war ja auch heute den ganzen Stream lang kaputt eigentlich, ne? Das war schon auch nervig. Ian, nimm mal noch das Funkgerät und ruhig ein paar Stimpacks. Ich muss irgendwie den Flammenwerfer mitnehmen. Der ist, glaube ich, echt was wert. Ach, come on. Wie schwer ist denn der? Ah, ohne Munition kann ich ihn nehmen. Okay, das ist ein Kompromiss. Mit dem kann ich leben, ehrlich gesagt. Aber dann fehlt nicht viel, ne? Nee, ist schon okay. Oh mein Gott. Stars. I give you stars. So, das war jetzt gerade sehr cool. Ihr habt gerade den Kampf des Jahrhunderts verpasst. Das war wirklich cool. Wir haben jetzt hier eine Horde Supermutanten erledigt. Und ich war mir nicht sicher, ob wir stark genug sind, trotz meiner neuen Waffe. Aber letztendlich hat es doch geklappt. Und jetzt können wir... You want stars? I'll give you stars. Wie passend. Wie passend die beiden random Sounds gerade, oder? Sehr lustig. Nice. So, jetzt gehen wir mal in die Halle und gehen zurück zu Zed und sagen ihm noch Bescheid, dass wir die Supermutanten umgebracht haben. Der wird sich freuen. Ich spiele jetzt übrigens, also wir spielen jetzt obviously den ersten Teil gerade, an alle, die jetzt noch dazugekommen sind, aber mein Ziel, mein Plan ist wirklich, dass wir uns Dienstag für Dienstag immer von 18 bis 22 Uhr durch die erst Resident Evil Reihe 2 Stunden und dann 2 Stunden durch die Fallout Reihe spielen. Fallout 1, Fallout 2, Tactics, Brotherhood of Steel 3, New Vegas 4 und vielleicht sogar 76. Aber gucken wir mal, ob uns da nicht entweder ein neues Resident Evil oder vielleicht sogar ein neues Fallout irgendwie dazwischen grätscht. Das kriegt er natürlich Vorzug. Unpassender Zeitpunkt. Der Abend kann deinen Anblick ertragen. Ach, soll ich jetzt echt erst abends wiederkommen? Ist okay von mir aus. Ich kann hier nicht warten. Ich wusste nicht, dass man mit dem nur nachts reden kann. Darf ich hier warten? Nein.
Okay, ich verlasse die Stadt. Ich glaube, die wollen mich nicht hier rumgammeln sehen. Ich verstehe schon. Gehen wir kurz da nach hinten und schlagen hier unser Lager auf. Und dann warten wir hier kurz bis... Warte mal, wir müssen gar nicht warten. Wir sind jetzt weit genug gereist. Die Zeit vergeht ganz schön schnell, wenn man reist. Perfekt. The Big Cheese. What? Dann gehen wir jetzt mal zum Big Cheese der Ghule hier. Nein, jetzt ist es schon wieder hell. Oh Gott, ich hasse es manchmal. Unpassender Zeitpunkt. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie wir es machen. Ich habe doch da hinten versehentlich ein Loch in die Wand gesprengt. Ups. Wir gehen jetzt in die Kanalisation. Da können wir vielleicht warten. Weil das ist beim Schnellreisen oft zu schwer zu kontrollieren. So, jetzt warten wir bis abends 18 Uhr. Dann schauen wir mal, ob wir schon mit ihm reden dürfen. Ob er schon bereit ist. Na, komm. Leiter hoch. Perfekt. The Big Cheese. Ein Doppel-Big Cheese. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Hast dir ein Lob verdient. Garrett führt dich zu deiner Belohnung. Ich hab zu tun. Okay, danke. Du kommst mit mir. Aha, ich bin sehr gespannt, was das für eine Belohnung wird. Z ist nicht unbedingt der vertrauenswürdigste, habe ich das Gefühl, ne? Schauen wir mal, wo wir uns der jetzt hinführt. Ob wir zu meiner Exekution gehen. Aber dann spiele ich die Uni-Reverse-Karte, das kann er aber glauben. Es ist noch sehr weit. Okay. Hier ist deine Belohnung. Einige Leuchtraketen, einige Flaschen Cola, $50. Das ist mal eine echt miese Belohnung. Meint ihr, ich darf mich selber am Kühlschrank bedienen und gucken, ob da noch ein bisschen mehr Belohnung drin ist? Die werden doch nichts dagegen haben, oder? Der Kühlschrank ist abgeschlossen. Die werden doch nichts dagegen haben, wenn ich mal mein Öffnen-Skill benutze, oder? Aha. Kann ich wahrscheinlich alles nicht mehr nehmen. Nee, wir sind voll überladen. Wir müssen erstmal verkaufen. Aber ich bin ein bisschen... Also ich muss schon sagen, das war nicht sehr großzügig. Kann ich Seth nochmal darauf ansprechen, dass das wirklich eine Scheißbelohnung war? Selbst wenn ich das verkaufe, ist das keine 100 Kronkorken weg, das ganze Zeug, das wir jetzt da bekommen haben. Ist schlecht. Geh. Du bist mir einige Informationen schuldig. Mir langt's. Verzieh dich. Na gut, okay. Nein! Oh Gott! Wir haben einen Kampf gestartet. Das wollte ich nicht. Aber andererseits würde ich echt gern mein neues Lasergewehr testen, ne? Muss ich schon auch sagen. In die Augen! Oh wow, der hat überlebt. Nicht schlecht. Ich glaube, die Realität werden wir nicht wirklich speichern. Schon allein, weil ich jetzt hier nicht die ganzen Ghule auslöschen werde. Oh mein Gott. Vor allem, weil das jetzt ewig dauert. Jo, mach's gut. Gute Nacht, Radio Raccoon TV. Ich weiß gar nicht, wer von euch du bist, aber ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Nacht. Und danke für den Raid nochmal. Sehr nett. Oh mein Gott, der Zug kann jetzt dauern, ey. Der Zug kann jetzt dauern. Tod dem Menschen. Dem Menschen, der meint spezifisch mich. Er hat nicht den Menschen gesagt. Naja. Pet, ja. Ciao, gute Nacht. Ja, wir hören jetzt dann auch auf, wenn mich das Spiel hier irgendwie rauslässt. So, jetzt. Gut, dann würde ich sagen, du hast recht, Kampfgeschwindigkeit sollte ich wirklich erhöhen, ne? Hätte ich schon mal gemacht, aber
Ist egal, müssen wir beim nächsten Mal eh nochmal machen, weil ich werde den anderen Safe laden, bevor ich den Kühlschrank geknackt habe. Na schön, Leute. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mit dabei wart. Danke für die vielen Bits, die vielen Subs, die vielen alles Mögliche. Danke einfach fürs Dabeisein. War sehr lustig heute, hat mich wirklich gefreut. Fallout 1 macht mir gerade sehr viel Spaß. Morgen um 18 Uhr spielen wir Eternal Darkness weiter. Unser Bonusspiel. Und vielleicht spielen wir es sogar durch. Gucken wir mal. Und dann müssen wir uns ein neues Bonusspiel überlegen. Mal schauen. Ich habe schon einige Pläne. Ich habe einige coole Pläne. Ich kann euch schon mal sagen, da wir eh schon bei über 100 Subs sind, ist schon ein kleiner Bonus freigeschaltet. Ich werde es euch noch nicht verraten, aber es gibt so eine Kleinigkeit. Das ist auch nicht lange, das haben wir in einer Stunde durch. Aber das wird lustig auf jeden Fall. Aber das dann erst nach Eternal Darkness. In dem Sinne jetzt mal, Dankeschön nochmal und bis morgen um 18 Uhr. Ach shit, wartet mal, ich muss das Spiel beenden, sonst kann ich den Stream nicht beenden. Das Spiel ist da ein bisschen stur. Okay, gute Nacht. Ciao.